Boom, Leute. Mein Name ist SimSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wir sehen auch hier leider das Intro vergessen. Deswegen machen wir das jetzt von hier aus, weil wir immer noch nicht in Deutschland sind. Ja, wir haben etwas sehr, sehr Besonderes für euch, nämlich erkenne den Influencer. Dazu muss man sagen, deswegen lasst euch da auf gar keinen Fall beeinflussen. Ihr werdet gleich von den Teilnehmern jemanden sehen, den ihr bei Erkenne den Piloten gesehen habt in der Jury. Das hat aber absolut nichts mit der Entscheidung oder sonst was zu tun. Das heißt, lasst euch dadurch nicht beeinflussen. Man muss auch sagen, dass der Influencer-Dreh vor dem Piloten war, aber wir es aus upload-technischen Gründen nicht vorher hochladen konnten, weil wir haben halt einen gewissen Upload-Plan, den wir einhalten müssen, deswegen ist das, war das für uns schwer, das andere Video vorzuziehen, aber es hat absolut nichts mit der Entscheidung zu tun. Wir kannten den aus der Jury auch nicht vorher, den haben wir nämlich erst beim Influencer-Dreh kennengelernt. Heute geht es nämlich um einen Influencer, der vom Influencen leben kann, aber heute die männliche Version, wir haben ja schon mal die weibliche Version gedreht und ja, wieder genau dasselbe, wie gesagt, absolut nicht davon beeinflussen lassen, ob jemand in der Jury war oder sonst was, ob ihr den schon mal irgendwo gesehen habt. Es geht um einen Influencer, der davon von Social Media leben kann. Genau, deswegen. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gehypt. Deswegen würde ich sagen, auch richtig geile Jury heute am Start. Wir schnacken gar nicht was rum, sondern bitten unsere Special Jury einmal bitte rein! Oh mein Gott! Special Guest, wie geht's dir, Bro? Alles gut? Oh. Wie geht's dir, alles gut? Wie geht's dir, mein Brittis? Hey Jungs, ich freue mich. Wir haben heute eine sehr besondere Folge. Warum geht's? Nämlich erkenne den Influencer. Boah. Damit kennt ihr euch doch aus, oder? Ja. Erstmal, Dankeschön. Für mich eine Riesenehre, bei so einem Format dabei zu sein. Viele wissen es nicht, aber du kennst es. Bei einer Ehe ist es so, du streitest dich zu 99% und diese 1%, du brauchst etwas, was du gemeinsam machst. Und meine Frau und ich, wir gucken jeden Abend, ich kenne den. Wir sind riesige Fans. Bruder, ich küsse doch dein Herz, Bro. Bester Mann. Also, ernsthaft? Also bist du Experte, kann man schon fast sagen. Bruder, ich bin Experte, ich rate halt nur falsch. Ich gebe dir. Alles gut, alles gut. Danke, danke, danke. Ich hab's dann selber gemacht, aber. Also das mit dem Streiten war natürlich Spaß, ich muss das sagen. Das heißt, du musst heute eigentlich gewinnen, oder? Nee, ich verkacke eigentlich immer sogar. Ja, ich verkacke eigentlich immer sogar, weil ich immer davon ausgehe, dass dein gutes Team dich hochnehmen möchte und dann am Ende ist es doch nicht so. Ja, manchmal ist es halt sehr offensichtlich, manchmal ist es aber zu offensichtlich, dass es dann wieder nicht stimmt. Ne? Ja, ich bin mal gespannt. Guck mal, ihr seid aber ihr beide seid Experten, weil ihr beide habt ja so gut wie jede Folge gesehen. Du bist krass geworden, Digga. Deine Trefferquote liegt jetzt so bei 90% nachhin. Ist heftig, ne? Die letzte Zeit, der ist immer nur am Zerstören. Point. Ja, Digga. Sogar du sprichst dich gegen die Jury aus. Die Jury, die labert irgendeine Scheiße. Ist natürlich schwer fürs Team mittlerweile, weil jede einzelne Folge habe ich ja gemacht. Dementsprechend kenne ich eigentlich so wie alle Lügner. Ich überlege gerade, wann haben wir letztes Mal verkackt zu zweit? War schon lange her, ne? Schon lange her, Digga, ehrlich. Wir haben immer performt in letzter Zeit, und heute haben wir einen Profi noch dabei, Digga. Bro, ich bin raus, also ich eigentlich bin kein Profi. Eigentlich stehe ich heute nur auf Maestro, ne? Ich auch. Nein! Aber heute, Digga, das eigentlich musste easy sein. Guck mal, wie lange wir schon im Geschäft sind. Ja, ne? Du bist 48. Wir sind auf jeden Fall drei alte Hasen, schon lange in dem Geschäft so. Das stimmt. Aber ganz kurz zur Definition. Also es geht um einen Influencer, der davon lebt, ne? Also... Es kann auch sein, dass hier irgendjemand ist mit 5000 Abonnenten und den haben wir vielleicht irgendwo mal schon mal gesehen oder sonst was. Aber lebt halt nicht davon. Influencer, der vom Influencen lebt. Vom Social Media allgemein, ne? Also kann jede Plattform sein, TikTok, Instagram, YouTube. Keine Chance, Bruder, ehrlich. Ich kenne die alle, die Penner. Kennst du alle Influencer? Also Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist ja immer so ein Gerücht. Ja, nee, du hast 10.000 Follower, du kannst davon leben und so. Das ist ja gar nicht so, Bruder. Nee, heutzutage nicht mehr, nee. Genau, es ist ja gar nicht, weil es so viele davon gibt. Ja. Und TikTok-Reichweite, das ist ja nichts. Also nichts, wo man wirklich was verdienen kann. Es gibt Leute mit Millionen, die können immer noch nicht davon leben. Richtig. Bro, als Corona-Zeit, es gab Momente, da habe ich mit dem sogar telefoniert, wir haben weniger bekommen, als wenn wir Hartz IV angemeldet hätten. Ja, das ist so, Bruder. Und darum, tut ihr, ihr seid beides Millionäre. Warum du, tut ihr jetzt so auf, Digga, lass mich in Ruhe, Digga. Diese... Wallah bin ich nicht. Ich bin weit davon entfernt. Ich? Er vielleicht. Was? Geil, aber ich denke, wir enttarnen dich. Alhamdulillah, wir sind Millionäre im Herzen. Uns geht's gut, wir sind gesund, Kinder Frauen geht's Kinder. Gut. Frauen, Kinder, Bruder, bei dir auch inshallah bald. Alright, dann würde ich sagen, schaut mal gar nicht was rum, oder? Ja. So, mit unseren Teilnehmer einmal bitte rein! We'll be right back.
Wann nimmt, Männers? Was sagt ihr? Erster Eindruck. Bist du, soll ich? Ich weiß jemanden. Ich kenne eine Person. Einen kenne ich auch. Einen kennt ihr? Ja. Wen kennt ihr denn? Hinten links. Hinten links. Mein Bralle! Warte, mein Bralle, Cousin! Und ich glaube vorne rechts auch so. Der hinten links, das ist der Laso und der macht TikTok. Das ist die Frage, ob er davon leben kann. Ja, ne? Das Bruder, er hat auf jeden Fall mies Reichweite, ne? Der hat 760.000 oder so auf TikTok. Kennst du vorne rechts? Nee. Ich hab seinen Namen vergessen. Das ist so kurdische Trimax, Bruder. Ich hab seinen Namen vergessen, ehrlich. Ihr dürft nicht unterschätzen, es gibt wirklich, also ich kenne wirklich viele TikToker, die so 1-2 Millionen haben und die leben nicht, die können nicht davon leben, ne? Ja, weil, das stimmt. Also klar, stimmt. Placements hin und wieder, aber das ist halt so, klar, das Creativity-Programm hat sich jetzt geändert und sowas. Aber selbst da ist manchmal RPM-Reichweite. Bro, sogar Leute, die YouTube machen, können teilweise davon nicht leben, weil es geht ja nicht jede Folge durch die Decke. Es ist ja auch so, dass man, wir sind ja alle, Alhamdulillah, irgendwo gesegnet, dass wir mit dem, was wir lieben, auch Geld verdienen können. Aber weißt warte du? Ganz kurz, weil ich glaube sogar, ich kenne ihn zwar, aber ich glaube, er lebt nicht von Social Media. Ich glaube, er lebt von was anderes. Der hat einen Candy Shop. Genau, das zählt nicht dazu, oder? Nee, das zählt nicht. Nur Social Media. Nur um Social Media, wer von Social Media lebt. Okay, schwer, ja. Ich glaube, vorne, guck mal, vorne links, ich kenne nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so YouTube-Kanal, irgendwas mit Anime, Mangas, irgendwie sowas, keine ja. Ahnung. Geht mies durch die Decke, weiß ich nicht. Schwer, ich bin Bruder. Gespannt. Sieht aus wie Pro-Gamer, Cousin. Pro-Gamer weißt könnte du? Auch sein, doch, Pro-Gamer könnte das auch das zählt sein. Doch dazu, Nahim, oder nicht? Wenn jemand so schon, E-Sportler, ja. Twitch, ja, das safe. Zählt dazu, das könnte er sein, ja? Dann würde ich sagen, schreib mal gleich was rum, dann okay. Kann ich dir erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Okay. Also, hi, ich bin Kevin, ich heiße auf YouTube und auf meinen ganzen anderen Kanälen Kevin from the Block. Ich mache eigentlich alles, was in Richtung Social Media geht, hauptsächlich aber YouTube und Twitch. YouTube? Ja, YouTube und Twitch. Okay. Und dort mache ich Fußball-Content. Ich mache Stadion-Vlogs, aber hauptsächlich ist, ich habe ein eigenes Format, das heißt Erzähl mal. Und dort führe ich Gespräche mit aktiven und Ex-Profi-Fußballern. Es ist kein Podcast, aber ich würde auch sagen, es ist kein Interview. Es ist irgendwas dazwischen. Ich habe noch keinen Namen. Mach dafür. Mal drei Übersteiger in Luft. Oder guck, schwer. Der labert. Mach mal dein YouTube-Intro. Für die Erzähl mal Folgen meinst du, für die Gespräche? Dein Intro. Ja, einfach herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute an meiner Seite und dann kommt so ein, weißt du, so ein mieser Chuck mit dem Gast. Und dann sage ich seinen Namen und dann kommt meistens immer nur, also mein richtiges Intro dann, dass er anfängt, ist immer, dann sage ich immer, und jetzt erzähl mal. Und dann erzählt er halt von sich selber, wer er ist, was er macht. Das heißt, du machst so Interviews? Ja, es ist kein Interview, weil es ist nicht diese typische Frage-Antwort, sondern es ist, ich spreche und dann antwortet er natürlich auch, also ich stelle ihm auch Fragen, aber es ist so ein lockeres Gespräch, wie wenn ich jetzt mit euch sitzen würde. Aber es ist auch kein reiner Podcast, weil die Videos sind teilweise auch viel geschnitten. Also wie heißt dein YouTube-Kanal? Kevin from the Block. Weil ich komme aus Berlin und dann habe ich gesagt, ich brauche irgendwas, was so ein bisschen mit Berlin zu tun hat. Wie viele Abonnenten hat der? Ich habe 60.000 jetzt aktuell, also 58.000 ungefähr. Und du kannst von diesen 58.000 Abos leben? Ja, YouTube-Geld. Ja, ja. Wie viel verdienst du so im Monat auf YouTube? Ungefähr 4.000. Wie viele Millionen Klicks machst du? Was? Im Monat? Keine Millionen. Keine Millionen? Nein, nein. Wie viel machst du denn, wie viel Klicks? 400.000, 500.000, aber dadurch, dass meine Videos halt so lang sind, meine Videos gehen manchmal 1,5 Stunden, ich habe einen sehr, sehr guten RPM. Was ist der RPM? Boah! Nein, jetzt wird eng, jetzt warte, wird heiß willst geworden. Willst du wissen, wie hoch er ist? Ich überlege gerade, ob ich ihn sage oder ob ich ihn dir auf mein Handy schreibe und einfach nur zeige, weil ich weiß nicht, doch, ich kann sagen, mein RPM liegt manchmal bei 15 bis 17 bei den langen Folgen. CPM? CPM bei 22. Ja. Ungefähr. Was kommt hin. Für eine CPM, Digga, oder? Aber Bruder, ist hoch, Bro. Bruder, das kommt ich hab bulgarisch YouTube dann, Cousin, ja? Bei mir ist halt gar nichts, Bruder. Ich sag dir, mein CPM ist einfach 5. Bei mir 0, Komma ich hab dann. Auch so ein CPM, das kommt hin bei langen Videos. Das liegt halt bei mir dadurch, ich habe eine sehr, also eine ältere Zielgruppe. Meine Zielgruppe ist... Also würdest du sagen, ich habe Kinder als Zielgruppe, oder wie? Ja. Okay, korrekt. Nein, deswegen also, die Länge macht richtig viel aus. Ja, meine Videos gehen 1,5 Stunden manchmal, die Interviews. Also das ist jetzt, das mit 15 bis 17 ist natürlich nur bei den Interviews. Bei den Stadion-Vlogs, die ich mache, die zum Beispiel nur 15 Minuten sind, da ist der CPM, also der RPM bei 5, 6, je und nachdem. Und Twitch, Cousin? Ja, Twitch, aber nicht viel. 60, 70 manchmal. Was verdienst du damit? Nicht viel. Ich habe knapp 180 Subs gerade. Ja, 300, 400 Euro, also...
jetzt ist nicht die Welt, aber was halt kommt, ist halt YouTube, Twitch und dann halt auch dadurch, dass ich sag mal, eine Nische habe in Richtung Profifußballern. Das macht ja nicht jeder, du kriegst ja nicht jeder X-Beliebe kriegt einen Profifußballer rein. Sind halt sehr viele Unternehmen auch daran interessiert, mit mir Kooperationen zu machen. Und dann habe ich halt auch. Zum Beispiel, sag mal ein paar, die du gemacht hast. Zum Beispiel Derbystar ist der offizielle Ball von der Bundesliga. Dann Sportspar ist ein Unternehmen, sowas wie. Oder der ist schon online. Seriös, Digga. Ja, seriös, ja. Wann zahlt Baller denn, ist gut. Wann zahlt denn YouTube aus? Am 21. Immer 21.? Bei mir immer 21. Boah, bei mir 22., ja? Bei mir immer 21., immer gleich. Great. Was sagt ihr erstmal zu ihm? Authentisch nicht? Ja, er wirkt seriös. Also das, ja? Was er gesagt hat, stimmt eigentlich alles so safe. Ungefähr. Ich aber lebt er davon, Nahim? Ist die Frage, lebt er davon, Digga? Ich habe ein paar Fragen, aber ich würde die in mir noch aufsparen. Also so ein paar Sachen, die nur jemand weiß, der so YouTuber. Aber mit 4.000 Euro kann man leben. Und 400.000 Views, würde ich sagen, kann man auch auf jeden Fall safe. Und ist halt nur durch YouTube, ne? Also die 4.000 Euro, die du gesagt hast, ist nur YouTube. Da war jetzt nicht Twitch mit drin. Okay, Twitch ist jetzt nicht die Welt, aber keine Kooperation. Wie viel machst du mit Placements im Monat? Ich versuche immer eins ranzukriegen. Ich habe jetzt nicht, ich habe auch, wie gesagt, dadurch, dass ich Profifußballer habe, ich habe jetzt nicht auch jeden Tag irgendwie ein Interview mit einem Profifußballer. Die musst du auch erstmal rankriegen. Ich versuche immer ein einziges mindestens ranzukriegen im Monat. Und dann je nachdem, das würde ich euch nicht sagen, wenn ihr die Zahl sehen wollt, kann ich sie euch gerne aufs Handy schreiben, aber das sind halt so aus den Sachen, wo auch Werbepartner dann sagen, so ey, das musst du jetzt nicht irgendwie in die Öffentlichkeit tragen. Also YouTube habe ich auch schon öfter einfach gezeigt, aber Werbepartner, weiß ich nicht, wie die jetzt dazu stehen und am Ende kacke ich hier rein und dann bin ich. Du musst ja nicht sagen, was der einzelne Werbepartner gesagt hat, aber du kannst ja sagen, was du im Schnitt für ein Video haben willst oder haben musst, weil das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Ich überlege, ob ich sage oder wenn ich, also wie gesagt, ich kann es euch leise sagen, ohne für die Öffentlichkeit. Wenn ihr sagt, dass es muss, also wenn ihr sagt, dass es über, also da, ich muss es sagen, um mir weiter zu, naja, nee, ich kann es euch zeigen. Was heißt denn TKP? TKP? Noch nie gehört, oder? Also es kann, vielleicht wahrscheinlich dann ist es das, was die pro 1000 Klicks auch zahlen. Also wie RPM bei YouTube ist es das, was die für die Kooperation zahlen wahrscheinlich. Aber was heißt, aber du weißt nicht, was das heißt. Ich weiß aber auch nicht, was es heißt ausgeschrieben, ich weiß nur, was es ist. Ja, das reicht ja. Ich weiß auch gerade nicht, was das heißt. Ich würde es dir sagen, aber ich muss noch dazu sagen, ich mache das erst seit anderthalb Jahren und ich kann auch erst seit Anfang des Jahres davon leben. Das heißt, ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie 20 Kooperationen gehabt oder so. Also ich habe jetzt seit Anfang des Jahres habe ich 10, 11 Kooperationen gehabt. Boah, das ist geisteskrank. 58.000 Abonnenten, 4K nur durch Views. 20 Kooperationspartner, Bruder, das ist richtig stark. Nicht 20, 11. Also wenn 11. das stimmt. Oder 11, 11, geisteskrank gut. 11 Kooperationen dieses Jahr. Bruder, das ist. Wenn ich euch die Gäste sage, mit denen ich gedreht habe, dann würde jeder Kooperationspartner sagen, wir wollen unbedingt mit dir kooperieren, weil die Gäste sind zum Beispiel Gäste, die. Mit wem hast du denn gedreht? Mit Steffen Baumgart zum Beispiel, der Trainer von Köln. Aber ist nicht so, dass die Gäste vielleicht auch was dagegen haben? Weil, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich bin irgendein Fußballer, der ist jetzt mit, keine Ahnung, Side Jeans verpartnert. Weißt du? Und dann gehe ich in ein Interview mit einem YouTuber, der jetzt nicht so bekannt ist. Und der macht dann Werbung quasi auf meinen Nacken mit einem anderen Partner, dass die dann was dagegen haben vielleicht. Also du sagst, dass der Partner vom Fußballspieler Probleme hat oder wer? Oder was ja, oder der Fußballer vielleicht selbst oder das Management. Ja, das wird ja vorher mal abgeklärt, ob das okay ist für die. Und ich habe da auch schon mal einen gehabt, wo die, das ist ein, ja den Namen kann ich nicht sagen, der ist aber verpartnert mit Mastercard. Und da haben die gesagt, das passt nicht zu uns rein, also das, was du machst. Wir können das Video gerne drehen, aber dann ohne Kooperation und dann musste ich es halt machen. Weil ich habe gesagt, okay, er sollte Mastercard anfragen, ob die halt zulassen, dass ein anderer Werbepartner ist, dass ich sage, okay, ich suche mir vielleicht einen anderen. Haben die gesagt, nee, wollen wir auch nicht. Ja. Was macht dich aus? Für was lieben dich deine Zuschauer? Sehr lockeres Gespräch. Also ich habe nicht so diese typische Frage-Antwort, sondern zum Beispiel, ich bin dreist. Ich frage die Profifußballer 3-4 Mal, wie viel verdient ihr? Ich sage, sag mal jetzt, du weißt, aber so wie wir halt reden, so wie wenn ich jetzt dich fragen würde, und wir kennen uns seit 10 Jahren, ich sitze dann zum Beispiel mit Steffen Baumgart, das ist der mit berühmteste Trainer in der ganzen Bundesliga, und dann frage ich ihn einfach so, wie sieht's aus, Steffen, was verdienst du eigentlich hier bei Köln? So, und das feiern die Leute, diese Lockerheit und nicht dieses, ja, wie soll ich erklären, es ist aber nicht so gespielt. Der kann gut reden, auf jeden Fall. Grifo habe ich zum Beispiel mit Vincenzo Grifo gedreht, von Freiburg, Kapitän, Nationalspieler bei Italien. Wo hast du gekickt, Cousin? Ich habe in Berlin gekickt, jetzt nichts irgendwie Wildes oder so. Aber ja, und das ist sehr locker. Mein Gespräch ist sehr locker. Das ist, was die Leute einfach bei mir feiern. Und mein Motto oder mein Ziel ist es immer, dass, wenn einer von zu Hause zuguckt, er soll das Gefühl haben, er sitzt mit uns im Gespräch. Ja, so, guck mal, eine Sache. Weißt du, was ich meine? Von hinten so. Weil so im Internet gibt es ja viele Leute, die so aktuell mit Fußball-Creatern da, mit Fußballern was machen. Die sind aber alle langweilig. Also ich würde mir sehr wünschen, dass du da auf jeden Fall fußfest in dieser Szene und noch größer wirst. Wer sind deine Konkurrenten? Stadion-Vlog bezogen.
Guck mal, ich bin... Gute Frage. Oha, gute Frage. Sehr gute Frage. Frage. Muss man ja wissen, man weiß ja... Ja, ich kenne alle, das ist scheißegal, ich kenne alle. Ich sehe aber keinen als Konkurrent, weil ich will... So, ich guck mal, Visca Barca zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch mit ihm schon gedreht und mit John Broke auch. Du hast mit John Broke gedreht? Ja, wir waren in Portugal zusammen, wo Türkei gegen Portugal gespielt hat, da waren wir zusammen da mit Ozan und so. Da waren wir alle zusammen da, verstehst du? Also jetzt nicht aktiv, dass man sagt, wir haben uns getroffen, sondern ich habe die zufällig dort getroffen. Da war ich aber noch kleiner, weil es ja schon auch mehr als anderthalb Jahre her, das Spiel. Und dann waren wir so zusammen, die haben gesehen, ich spreche Deutsch. Und dann haben wir uns so ein bisschen connected, dann haben wir alle zusammen gedreht. Also wir sind zusammen zum Stadion gelaufen, im Spiel, alles drum und dran. Mit Can? Ja, ja, mit Can. Er hat sogar ein Video für meine Story, also für mein Handy gemacht. Ich habe gesagt so, ey, Can Broke hier, alles drum und dran. Mein Thumbnail ist sogar Can Broke sogar drauf. Da ist sogar er drauf. Auf meinem Thumbnail ist Can Broke sogar drauf. Hast du Can Broke gefragt, ey Bruder, kannst du kurz ein Großvideo machen? So. Ja, ich habe gesagt, ich war neu. Aber vielleicht verdient er kein Geld damit. Da hatte ich neu angefangen. Da habe ich 300, 400 Abonnenten gehabt, wo das war. Nee, ich sag euch ganz ehrlich, ich finde, also erstmal, wenn du kein YouTube machst, mach's auf jeden Fall, wenn du es noch nicht machst. Ich, weil erstmal, sehr sympathischer Dankeschön. Mensch. Und ich finde, dass du deine Schlagfertigkeit, und wenn das alles gerade gelogen war, wie du das gerade rübergebracht hast mit dieser Frage. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal, aber nur ganz kurz. Sehr authentisch, finde ich. Aber zähl mal weiter auf Visca Barca, Can Broke, wer macht noch Stadionvlogs? In Deutschland meinst du jetzt? Ja. Also aktiv gibt es viele. Es gibt Gamer Brother, Teezys, Elias, Sidney, Gamer Bilal. Gamer Brother? Ja, Gamer Stadionvlogs? Ja, klar. Der hat gestern sogar einen gemacht noch. Ja, krass, okay. Weiter. Ja, also Teezy, Shubesh, Elias, Sidney, Bilal, wen gibt es? Tausende. Eigentlich jeder YouTuber, der irgendwas mit Fußball zu tun hat, der macht auch Stadionvlogs. Jeder. Wann hattest du diese 300 bis 400 Abonnenten? Was war das mit Portugal? Guck mal, ich habe angefangen März 2022. Dann habe ich mein allererstes Spiel war Galatasaray gegen Barcelona. Was waren denn die Bedingungen für dich, für das YouTube-Partnerprogramm zugelassen zu werden? 1000 Follower, 4000 Stunden Watchtime. Boah, der weiß echt alles, ja. Digga. Und, guck mal, ich muss sagen, dafür habe ich sogar lange gebraucht. Ich habe 4 Monate dafür gebraucht. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Wann ist YouTube so schwer geworden? Weißt du, man ist zu Hause, man sagt, YouTuber ist jeder. Ich brauche 4 Monate für 1000 Follower. Ich sage, was geht ab hier? Und dann okay, Cousin, ja. Pass auf. In den Wintermonaten. Ja, da verdient man mehr. Warum? Durch Werbung, weil auch mehr eingekauft wird, einfach mehr Umsatz, alles drum und dran. Leute, lassen wir die anderen nicht vergessen. Ja, der geht so viel. Ey, Walle, er ist gut, Cousin. Der ist gut, der hat es gut gemacht. Hast du richtig gut gemacht, aber wir machen erstmal mit dem nächsten weiter. Hi, ich bin Vincenzo, 28 Jahre alt, komme aus Mannheim und bin Shisha-Influencer. Was? Oh, ja, Shisha-Influencer? Auf, ja. Ihr lacht, aber das gibt's wirklich. Also Digga, was es alles heutzutage gibt. Was machst du denn als Shisha-Influencer? Es ist so, ich bekomme halt von Partnern aus aller Welt, von Shisha-Herstellern bekomme ich Shishas zugeschickt, mache dann Videos auf TikTok, auf Insta und so weiter. Ja, so kooperationsmäßig, also bekomme dann dafür so und so viel Geld. Okay, und davon kannst du leben? Davon kann ich leben, ja. Was hast du für eine Reichweite? Ich habe auf TikTok 668.000, 670, sowas. Und auf Insta habe ich 47.000. Wie viel davon gekauft, ehrlich? Gar keine. Hälfte. 0,0, Bruder, 0,0. Okay, sagen wir mal, guck mal, musst du dir jetzt vorstellen, du hast einen Shisha jetzt hier vor dir, okay? Ja. Ich habe dir einen richtig dicken Schlauch verkauft, okay? Einen richtig dicken Cobra-Schlauch. Und du machst jetzt eine Insta-Story dafür. Komm, zeig mir deine Insta-Story, wie du meinen Cobra-Schlauch influenzt. Wie die Steine? Okay, krass. Also bei mir ist eigentlich so, ich mache eher, ich mache auch viel mit ASMR-mäßig im Shisha-Bereich. Da gehen schon die Ausreden los, hä? Nein. Er kommt als Firma, sag eine Story bitte. Ist kein Problem. Soll ich so machen, als ob ich eine machen würde? Ja, hier steht die Shisha, hier. Genau, und der dicke Schlauch das nicht vergessen. Shisha. Turbo-Antriebsschlauch. Okay. Ich mache jetzt so. Und wichtig ist, europaweites Patent auf. Genau. Das ist zertifiziert dickster Schlauch Europas. Was geht ab, Funnel Gang? Ich zeige euch heute ein sehr, sehr geiles Produkt. Und das ist der. Wie ist es genannt? Cobra-Schlauch? Das ist der Cobra-Schlauch. Ihr fragt euch, was ist an diesem Schlauch besonders? Er ist für Tradis geeignet, er ist für moderne Shishas geeignet. Ihr habt hier einen Turbo-Antrieb, das heißt, die Shisha ist in 2 Minuten an. Also. Wirklich ein sehr, sehr geiles Produkt und wenn ihr wollt, könnt ihr auf den Link klicken, euch Oder, das gönnen. Du warst ApoRed Steuerberater, Cousin. Wenn eine Firma dich bucht, Cousin, die geht in den Ruin, Bruder. Was ist das für eine tote Werbung, Bruder? Nein. Darf ich kurz? Du musst dir so vorstellen, also ich mache Videos zu den Shishas. Also ich zeige die Benefits. Ich mache jetzt nicht so, ey, kauf mal das und das. Ich mache
Videos zu den Shishas. Also ich zeige, wie ich die vorbereite, ich zeige, wie ich den Kopf vorbereite, ich zeige, Rauch darf man nicht zeigen. Aber machst du irgendwas Besonderes? Weil ich sag mal so, um heutzutage auch zu wachsen, musst du ja irgendwas Besonderes machen. Ich weiß, wenn was du einfach nur erzählst. Ich weiß, was du meinst. Ist ja ein bisschen langweilig, ich oder? Ich erzähle ja gar nichts, also ich zeige eigentlich nur so du mäßig. Zeigst du? Genau, ich zeige okay. das nur und ja, du kannst es dir schwer vorstellen, aber es ist wirklich so. Also ich zeige das nur, ich... ja, wie gesagt. Gibt es denn so eine große Shisha-Community überhaupt? Das ist oder es, Bruder. Ist safe eine Shisha-Community. Aber die Sache ist, ich glaube, dass alle hier, die stehen, irgendwas mit Social Media zu tun haben. Vielleicht nicht alle, aber ich gehe mal davon aus. Und ich kann ihm abkaufen, dass er das macht. Mensch. Nur die aber Sache halt ist, die Größe nicht da ist. Eine Million auf TikTok, das ist größer als wir drei zusammen auf TikTok, Cousin. Nee, die Sache ist, ich glaube ihm tatsächlich das, was er macht. Ich glaube es ihm, hundertprozentig. Nur die Sache ist, wie viel verdienst du denn im Monat? Unterschiedlich, das kommt von den Partnern an. Also es geht halt nach Kooperation. Ich habe kein fixes Gehalt. Wer sucht die Kooperation? Du selber oder kommen die auf dich? Ich werde angeschrieben. Also von den Firmen? Ich werde meistens von den Firmen angeschrieben. Aber die Firmen sind doch meistens international, das heißt... Wie soll ich sagen? Also ich habe ja auf TikTok, mache ich ja auch so ASMR-Content. Ja. Und ich mache viel... wo ich halt gar nicht rede, so, weißt du, was ich meine? Und dadurch habe ich halt eine große Zielgruppe und das ist halt die ganze Welt. Deshalb kann ich halt auch internationale Partner ranholen. Okay, ich würde sagen, lass nicht zu stark darauf eingehen, lass erstmal mit dem nächsten weitermachen. Bitte noch eine. Erzähl. Du machst so Tutorial, wie du Kopf baust und so. Machst auch so, wie man so Ringe macht und so. Ich sag dir ehrlich, ich habe ein Video, was viral gegangen ist, wo ich zeige, wie ich Ringe mache. Aber okay, ich habe keinen Rauch gezeigt, weil, wie gesagt, das tut die Reichweite einschränken auf TikTok, auf Insta. Ich zeige nie Rauch. Aber mach mal einmal ich nach. Ich kann zeigen, Bruder. Ja, wie man Ringe macht, Cousin. Zwei. Mama, Cousin. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber so. Es sah gut aus. Hat mir gefallen, Bruder, ehrlich. Das war Baba. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Hi, ich bin Weilam. Ich mache YouTube seit 8 Jahren und mache Animations-Storytimes. Heißt, ich zeichne die selber und erzähle über mein Leben und das kommt an. Boah, das kam gerade sehr authentisch von mir. Ja, Bruder. Das kam gerade sehr, sehr authentisch. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe das gleiche wie du. Ich bin mies beeinflussbar. Für mich sind alles drei vorne. Er auf jeden Fall, er auch. Den da hinten kenne ich ja sogar, er auch. Aber man muss sagen, aus welchem Land kommst du? Ich komme aus China, also Hongkong, China. Siehst gerade Asiaten, ne, die sind immer sehr, sehr gut hier in dem Format. Wirklich, die sind in allem gut und die können auch sehr, sehr gut schauspielern. Deswegen kann es auch sein, dass er einfach authentisch ist, weil egal was er erzählt, glaube ich ihm, weißt du? Ich auch. Ich bin so leichtgläubig. Ja, das merke ich. Ich bin gar nicht geeignet für dieses Format. Ich glaube alles. Für euch als Zuschauer, es tut mir wirklich leid, ich bin einfach nicht geeignet für dieses Format, aber das so. Deswegen, ich höre auf dich gleich, was du votest und du auch. Gib dir mal Mühe jetzt. Eigentlich wollen wir auf dich hören. Aber du bezahlst doch am Ende, oder nicht? Wie heißt dein YouTube-Kanal? Weilam, also mein Vorname. Okay, wie viele Abonnenten hast du, Cousin? 450.000. Boah, wie viele Millionen Streams machst du im Monat? Ach, ehrlich gesagt, ich gucke nur auf die Videos, wie die performen, aber nicht, wie ich insgesamt einen Monat mache. Hast du nicht YouTube-Dashboard auf deinem Handy? Schon, aber ich achte nicht so hart drauf. Okay, bei YouTube-Dashboard. Oben ist eine Tabelle aufgezeichnet mit 4 Werten. Ja. Welche 4 Werte werden dort angezeigt? Einnahmen, safe. Ich glaube, monatliche Views. Ich weiß... Ehrlich gesagt, gerade nicht so sicher. Ich weiß jetzt gerade nur die 2. Ganz, ganz wichtige Frage. Warte, mit halbe Million Abonnenten. Ich habe jetzt eine Frage, die ihn sofort rauskegeln kann. Monatliche Views, sagst du, ne? Ja. Sind es, aber manche Monate haben ja mehr Tage, manche Monate haben weniger Tage. Da steht aber eine Tagesanzahl. Welche Anzahl steht da immer? Die letzten wie viele Tage? Boah, 30. Hä? Nein! Das ist unfair, Bro. Hey! Immer mal jetzt, wo du bist krass, Digga. Das war eine gute Frage, Digga. Aber das hast du ganz gut gemacht, Spaß. Das ist hart. Aber das weiß jeder Creator. Ja, das weiß jeder, ja. Das weiß jeder Creator. Halbe Million Abonnenten, Cousin. Ja, ja. Ich würde damit schlafen mit meinem YouTube-Dashboard, Cousin. ehrlich gesagt, ich gucke einfach wirklich nicht. Das ist die meistgeöffnete App bei mir, ne? Okay, was? Es gibt noch eine Sache, wenn du ins Dashboard am Desktop guckst und dein Video ist 1 von 10, was passiert dann? Blinkt das, so ein Party-Ding. Oha, Alter, das stimmt. Das stimmt, Oha, das stimmt, Digga. Oh mein Gott, das stimmt. Scheiße, woher weiß er das? Das weiß man nur, wenn es 1 von 10 ist. Aber er wusste nicht das andere. Das werden wir andere noch fragen. Tage ist halt so, dass jetzt hast du es geleakt. Oh mein Gott. Sorry. Scheiße. Ey, nein, ich dachte, das wurde schon nicht so.
Egal, aber sag mal, 28 Tage ist? Ja, 28 Tage ist halt immer, ne? Ja, aber du wolltest gerade sagen, so, das muss man. Ja, das muss man wissen eigentlich, weil 28 Tage ist so dieses, das steht da immer drin, die letzten 28 Tage. Und überall steht es, die letzten 28 Tage. Und ich habe mich so oft gefragt, wer hat diese Zahl entschieden? Ich habe mich auch nicht verstanden. Weißt du warum? Ich denke, weil der Februar nur 28 Tage hat, die haben die niedrigste Anzahl genau genommen, deswegen, damit die immer richtig sind zumindest. Da müsst ihr das nicht extra ändern dann für Februar. So. Wieso alle haben 28? Okay, ich würde sagen, sollen wir einfach weiter? Ja, würde ich auch sagen. Danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Ja, moin, ich bin Kevin, ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hamburg, mache seit einem Jahr Straßencontent, bin auf TikTok, Insta und YouTube vertreten. Straßencontent? Was denn für Straßencontent? Also ich mache da Straßenumfragen, also sei es von Leuten beschenken einfach. Also ich habe teilweise mal so einen Würfel in der Hand gehabt, habe den Leuten in die Hand gedrückt und dann sollen die was würfeln und dann ist das deren Budget zum Beispiel. Und sollten die mir folgen, verdopple ich das dann manchmal. Oder ich stelle ihnen irgendwelche Quizfragen, also Erdkundefragen zum Beispiel. Nenn mir drei Länder mit dem Anfangsbuchstaben D. Wenn sie das richtig erraten, bekommen die dann 20 Euro dafür. Okay, bei Straßenumfragen gibt es ja ein besonderes Szenario. Du musst immer besonders viele Leute ranbekommen, ne? Mhm. Lass uns mal das Szenario ganz kurz durchspielen, dass einfach Sammy als Passant neben dir vorbeiläuft und wie sprichst du ihn an? Das will ich mal sehen. Ey, Entschuldigung, ganz kurze Frage. Hast du ganz kurz Zeit für ein kleines Video? Ja, klar. Und zwar, ich würde dir gerne eine Frage stellen und du kannst auch eine kleine Belohnung dafür bekommen. Okay, Bist du dabei? Ja. Okay, dann darfst du ja die Kamera. Hallo. Alles klar, ne? Ja. Also, bist du gut in Erdkunde? Ja. Ja? Ja. Okay, hast du einen Leistungskurs oder irgendwie sowas? Geschichte. Geschichte? Ja. Dann kriegst du es ja vielleicht sogar hin. Und Mathe auch noch. Echt? Ja. Okay, okay. Und Biologie auch mit, ja. Okay, stark. Also wollen wir es einfach mal probieren? Hallo! Und zwar versuchen wir mal einfach, drei Länder zu nennen, die den Anfangsbuchstaben G haben. Okay. Georgien. Georgien? Ja, okay. Ghana. Ghana, ja. Gambia. Gambia? Ja. Oha, gibt's noch weitere sogar? Ja, was kriege ich dafür erstmal? Ich habe drei. Du hast 20 Euro. Ein Mann, ein Wort. Okay, wir machen es so. 20 Euro kriegst du von mir bar gleich. Aha. Solltest du drei weitere noch mal noch haben. Drei, sechs Stück insgesamt. Genau. Was habe ich jetzt schon? Du hast Gambia, Ghana und Georgien. Genua. Genua? Bist du sicher? Ja. Okay, lassen wir erstmal so stehen. Griechenland. Griechenland, okay. Und? Welche hast du? Er hat auf jeden Fall Gambia. Ghana, Griechenland und Genua hast du gesagt, aber... Genua? Ja. Papua-Neuguinea meinst du oder Genua? Okay, ich kenne nicht. Nee, er meinte Genua, aber... Okay, du hast Georgien am Anfang noch gesagt? Ja, Georgien, Gambia. Hast du Grönland schon? Grönland, alle, mein 40er Cousin! Aber ich muss sagen, Genua ist ja... Wo liegt denn das? Das ist Afrika, Westafrika. Wo denn genau? Das ist zwischen... Nenn mal Nachbarländer. Senegal und ich glaube Elfenbeinküste. Hast du Guatemala schon? Ja. Ja, Genua ist ja kein Land, aber... Doch! Nee. Doch! Ein afrikanisches Land, Bruder. Rassistisch bist du noch, oder wie? Nee, aber die 20 Euro hast du. Korrekt. Hat er gut gemacht, Digga. Okay, also. Hat er gut gemacht. Hast du gut gemacht. Und das ist dann dein Content und der zieht? Ja, der zieht. Also die Leute finden ja so allgemeine Sachen ganz geil. Das ist so ein bisschen zum Abschalten auch und das zieht auch auf jeden Fall. Okay, und was macht so deine Videos aus? Also, gibt es da irgendwas Besonderes bei oder? Ja, also ich war einer der Ersten, würde ich sagen, der auch das Ganze am Anfang auf der Straße gemacht hat. Deswegen habe ich viele Leute angelockt. Wann hast du das denn gemacht? Anfang des Jahres, im Januar. Okay. Da war es ja sehr... Da warst du einer der Ersten? Also auf TikTok, ja, es ist ja mittlerweile ja so, dass es immer mehr Leute machen. Teilweise machen es ja auch Firmen jetzt immer mehr. Aber Anfang diesen Jahres auf TikTok? Ja, ja. Gab es doch schon Leute, die haben das vor 3 Jahren gemacht. Ja, aber die waren ja nicht wirklich groß. Also ich würde jetzt mal sagen, von den großen Leuten ist hier so ein Finnel zum Beispiel, der hat es ja auch. Finnel? Ja. Der hat es ja am Anfang des Jahres gemacht. Sei es ein typisch Kelvin, der hat es ja auch Anfang des Jahres erst gemacht. Dann wer ist noch so deine Konkurrenz? Ja, also ein Mandre würde ich noch sagen, ein Batu. Ein Risco ist ja auch noch neu dazugekommen. Kennst du irgendeinen davon? Nee, noch nicht. Die sind alle so in der TikTok-Szene drin. Also das Problem bei TikTok ist ja, man kennt die Namen meistens nicht. Man hat die Gesichter aber schon. Weil du scrollst so weiter, dann hast du die Gesichter irgendwann mal gesehen. Also bei Battle of the Socials zum Beispiel waren auch sehr viele von denen vertreten. Die sind ja auch rumgelaufen, haben da ihre Umfragen gemacht. Ich habe eine kurze Frage an dich. Ist deine Hauptplattform TikTok? Ja. Okay, und wie viel Geld verdienst du auf TikTok? Also seit dem Creator-Beta-Programm so um die 3.000.
im Monat damit. Na, davor war es halt schwierig. Da hast du ja für 1 Million Views nur so 20 Euro bekommen. Und ich bin hauptberuflich erst seit dem Creator-Beta-Programm, also seit dem September. Und noch andere Einnahmequellen, oder? Also ich habe noch eine Partnerschaft mit Prozis, also Fitnessmarke, sozusagen. Die sind eher auf Insta dann vertreten. Und dann halt noch die Shorts, die ich dann von YouTube bekomme. Wie viele Follower hast du nochmal auf Instagram? Auf Insta 30.000. Wie viele Story-Views hast du auf 30.000 Instagram-Follower? Boah, meine Story-Views sind nicht so, muss ich sagen, so 6.000 ungefähr nur. Auf 30.000, das ist viel. Das ist 20%, Bro, ja, 20% Story-Views. Ja, also mit manchen Mädels, wenn ich das vergleiche, finde ich das so ein bisschen schlechter. Ja, mit aber Mädels kannst du das eh nicht vergleichen. Ja. Aber normalerweise hast du, also guck mal, am Anfang hast du mehr, wenn du so 20.000 Abonnenten hast, dann hast du meistens sogar so 50% vielleicht, so Story-Views. Wenn du aber mehr hast, 100.000 aufwärts, 300.000 aufwärts, gibt es so Tabellen, da kannst du gucken, circa Durchschnitt auch, ne? Und wenn du mehrere 100.000 hast, hast du im Schnitt so deine 5 bis 10%, da bist du im Rahmen. Wenn du 20% hast, ich kenne deine Zahlen nicht, ne? Dann sollst 50%, Digga, ich bin da richtig gut, Digga. Du hast 50%? Über 50%. Okay, dann sollst du bei den Kooperationen auch immer das Fünffache ansetzen, von dem, was andere YouTuber kriegen. Wie meinst du? Ja, wenn du guckst, was der TKP ist normalerweise, machst du mal 5, weil du hast ja auch nicht 10%, sondern 50%. Nein, TKP richtet sich ja immer nach den Story-Views. Genau. Das heißt, du hast dann ja automatisch mehr. Achso, du meinst den Durchschnittswert dann höher. Genau, aber die Leute machen ja, also ich weiß nicht, also bei den Kooperationen, die ich bis jetzt gemacht habe, hast du immer so Fixum. Ich mach nie Instagram. Okay, machst du Instagram-Koops? Oh, ja. Genau, dann machst du ein Fixum ja aus. Weil dieses TKP, die gucken immer so, die sagen, was hast du so durchschnittlich Storyviews davor gehabt und so, und dann versuchen die so einen Preis aufzudrücken. Ah, okay. Verstehst du? Ja. Und da normal, der Durchschnittspreis für deine Abonnenten oder Storyviews, bei dir wäre das halt ein anderer Wert, weil du 50% Engagement Rate ist krass, Bruder. Also wenn die dann auch kommentieren und liken und teilen und so. Ja, ich dachte, das wäre so. 5% ist krass. 5% ist. Wie viel tust du mich in einer Story posten für wie viel Euro? Spaß. Okay, und du hast, wie viele Storyviews hast du gesagt? 6.000. Auf 30? Auf 30. Ich finde die noch extrem sympathisch, ehrlich jetzt. Danke dir. Also ich würde mir deinen Content angucken, aber das sagte ich jetzt bei jedem jetzt. Aber der gibt mir so Feuerwehrmann-Vibes, weißt du so? So voll wenig Social Media, so eher so. Aber Straßenfrank kann ich mir gut vorstellen bei ihm irgendwie trotzdem. Oder auch so Streetstyle-Fotograf oder so, wird bestimmt auch ballern bei dir. Hey, mein Name ist Benjamin, ich meine Barbuschke. Nein, ich meine es ernsthaft. Er hat so ein, wenn er mich anspricht, ich habe nicht eher so eine Nein-Stimmung, sondern eher, ich würd auf jeden Fall stehen bleiben. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Moin Moin, mein Name ist Dennis, ich bin 18 Jahre alt und bin Content Creator seit 3 Jahren auf Social Media. Mit meiner Schwester Content zusammen seit 3 Jahren, genau, und da beziehen wir uns eher so auf Geschwister-Content, Alltagssituationen und die einfach so lustig dargestellt, einfach relatable Content für Jugendliche. Also kauf ich ihm auch ab. Ich schwöre, ist so. Die sind geliefert. Welche Plattform, Cousin? TikTok und Instagram. Vor 3 Jahren angefangen in Corona-Zeiten, hatten ein bisschen Langeweile. Da war ich noch 15, meine Schwester 12. Ich dachte, komm, posten wir mal. Genau, und dann haben wir Insta einfach so recycelt, immer wieder mitgepostet. Und dann konnten wir gleichzeitig auf beiden Plattformen. Und was macht ihr da so für Content? Es hat angefangen, wir haben erstmal so typische TikTok-Sachen gemacht, mit Sounds genutzt und so weiter. Als es alles angefangen hat, dann war ich in einer Fernsehserie, in die Jungs-WG. Und da gab es nochmal einen richtigen Boost, ein bisschen Reichweite bekommen. Genau, dann haben wir weitergemacht, nicht mehr diese in die Kamera sprechen mit Sounds, sondern eher so, okay, wir nehmen uns auf, setzen dann irgendwie Musik rüber und schreiben dann so einen relatable Text einfach. Zum Beispiel jetzt neuestens gepostet, wie Jungs sich auf die Schule vorbereiten versus wie Mädchen sich auf die Schule vorbereiten. Mit welchem Programm schneidest du? CapCut. Damit kann man alles machen. Da kannst du wirklich jede Sache über CapCut fragen. Okay, aber ganz kurze Frage. Er macht das keinen Sinn. Ja, warte, ganz kurz. Welche Programme gibt es denn für professionelle Videobearbeitung? Aber das muss ja jemand kennen. Ich weiß zum Beispiel auch, welche Konkurrenz es gibt. Ich nenne dir jetzt alles. Also, es gibt einmal, du hast CapCut, dann ist eigentlich so ein Allround, das kannst du alles mitmachen. Wo kannst du CapCut alles benutzen? Ich mache es auf iPhone und kannst es auch im Desktop benutzen, also geht beides. Dann gibt es die Captions-App, es geht ein bisschen schneller mit den Captions, zum Beispiel für Stories oder sowas. Dann gibt es 11 Labs, habe ich auch mal ausprobiert, das ist so eine KI-Stimme, die man benutzen kann, aber die benutze ich jetzt eher nicht. Dann gibt es Adobe Podcast, damit kann man die Stimme, wenn man mal spricht und das Mikrofon reinscheißt, nochmal verbessern. Hast du das gemacht schon mal? Ja, ja. Da gibt es einen Button, wo du drauf drückst, damit es es verbessert. Was steht da drauf? Enhance Speech. Doch, stimmt, ja. Krass, gell? Enhance. Aber die Sache ist, ich habe dich gefragt, die Konkurrenzprogramme von CapCut, also eigentlich ist es noch nicht mal Konkurrenz. InShot vielleicht? InShot gibt es noch, Mojo gibt es noch. Nein, das sind ja alles Apps.
Ich rede von, wenn du mit jemandem sprichst, der Videos schneidet. Ach so, Adobe Premiere Pro, Final Cut und sowas. Also. Wie viel verdienst du? Unterschiedlich. Also ich habe so Einnahmen, die sind so jeden Monat ungefähr. Und dann halt noch Kooperationsanfragen. Ich habe einen Kooperationspartner, eine Online-Modemarke, Trendwall heißt die. Genau. Und da kann ich so Links einsetzen, meine Stories. Und je nachdem, wie viele Menschen es dann kaufen, kriege ich Provision dafür. Genau, also. Worauf kommst du dann im Monat? Wie bitte? Worauf kommst du dann im Monat? Im dreistelligen Bereich. Das ist ganz cool. Ja. Was? Dreistellig? Ja. Aber davon kannst du auch nicht leben. Nee, das ist ja eine Quelle. Ich meine alles zusammen. Ach so, dann ist schon vierstellig, genau. Und was heißt vierstellig? Also vierstellig, ich glaube, das reicht als Antwort. Oder naja, es können 1000 sein, können aber auch 9000. Ja, also ich sagen wir einen guten Einstiegsjob kriege ich schon so monatlich. So 1100 Euro so. Das ist kein Einstiegsjob. Darf ich ganz kurz fragen? Ja? Der Grund, warum du das jetzt nicht nennen möchtest, ist? Guck mal, besonders wenn man so jung ist, wie ich und meine Schwester, ich bin 18, sie ist 15 jetzt, und besonders Schule und sowas sind Menschen da, Neider, und ich möchte nicht, dass wir jetzt darauf eingeschränkt werden, sondern unseren Content behalten und soll der Spaß im Vordergrund stehen, nicht das Geld. Und das ist mir ganz wichtig. Und wenn aber man jetzt Sache so Zahlen ist, hört... Die Sache ne? ist, die Leute, die jetzt... Die, also das werden ja auch viele Menschen sehen, dieses Video. Die werden jetzt ja sowieso wissen, alles, was ihr macht. Nur der Betrag ist dann quasi ja noch offen. Und dieser Betrag möchte ich eigentlich so privat halten, weil... Es ist meistens so, wenn ich überlege, guck mal, die Mutter von jemandem geht 8 Stunden als Putzfrau arbeiten, muss ich den Rücken abackern. Versus natürlich, wir investieren auch Zeit und Kraft da rein, ne? Auch mehr, als man vielleicht so denkt. Hast du uns zu Hunden gemacht, Cousin? Erzähl weiter, Bruder. Ja? Okay, genau, also mehr, als man denkt. Aber wenn ich das dann sehe, so die Verhältnismäßigkeit natürlich, dann möchte ich das lieber für mich behalten und nicht andere jetzt traurig machen. Ich denke, das ist so ein Grund dafür, warum ich sagen würde, der ist es dann eher nicht, Bro. Weil ich glaube, ich kenne kaum einen Influencer, der damit seinen Lebensunterhalt verdient, der sagt, ich schäme mich quasi dafür, weil andere Leute... Nee, ich schäme mich nicht dafür, nur ich nenne die genauen Zahlen nicht. Also ich glaube, vierstellig war ich reich ruhig, um das zu wissen, man kann gut davon leben. Ja, okay, guck mal, ich mache lange YouTube, ich verdiene auch vierstellig. Stabil. So, das heißt, aber da kann man sich viel drunter vorstellen, dass man ja. Weiß, wie... Ja, aber ich kann es verstehen, weil er meint so, weil er noch jung ist und er meinte, wenn jetzt zum Beispiel eine Putzfrau sich das Video anguckt und denkt, ey, der Wichser, der dreht da ein paar TikToks und verdient mehr als ich, so, das... Vielleicht aus dem Grund meint er, dass sich das so schlecht anfühlt, das zu sagen. Weißt du, was ich meine? Und ich habe auch schon von ein paar Creatern gehört, die dasselbe machen wie wir. Also genau, auch Geschwister-Content und so im Alter und so, dass das nicht so gut ankam, als sie es gesagt haben. Und da dachte ich mir, hey, okay, lieber den Ball flach halten, besonders auf meine Schwester bezogen. Er macht es safe, ne? Guck mal sein Gesicht auch an, Bruder. Sieht er macht es, aber ich glaube, der hat eher Angst, die Zahl zu nennen, weil das dann vielleicht nicht zu dem passt. Ich stehe auf einen anderen Creator und ich weiß, was sie verdienen. Was hast du denn für eine Reichweite? Ich habe 27 auf TikTok. Und 155 auf Instagram. 720? Ja. 155 auf Insta. Groß, Digga. 155 auf Insta. Aber muss ich überlegen, ich habe vor 3 Jahren angefangen mit Biben, also direkt auf Biben gepostet und dadurch kommt das, glaube ich, auch. Weil viele machen das so, die machen TikTok erstmal und gucken so. Das ist zu viel, oder? Ganz kurze Frage, du hast gesagt, wenn du Kooperation machst, dann gibt es auch mit deiner Modemarke, hast du gesagt, eine Kooperation, wo du an dem Umsatz beteiligt wirst, also den du reinspielst. Jetzt, genau, also das ist die ich jetzt ganze Zeit habe. Der Code läuft dauernd durch und je nachdem, wie viele Links ich poste, desto mehr Geld kriege ich. Aber das ist doch so ein Penner-Placement, oder? Wie viel Prozent kriegst du von dem Umsatz? Also von ersten Verkauf auf dem Link kriege ich nichts und von jedem weiteren kriege ich 100% Provision. 100? Von dem ersten Verkauf auf dem Link kriegst du nichts? Also nee, wenn jemand jetzt einkauft und er kauft eine Sache ein, kriege ich davon nichts. Wenn er 2 Sachen kauft, dann genau. Oder wenn er ihn 2 Mal benutzt. Achso, das heißt, also du hast einen Code? Für die ist es ja so, ich muss Leute anlocken, okay, erste Ding geht auf uns und zweite Ding kriegt er aber dann. Aber 100% Provision ab dem zweiten Artikel. Ja. Und du hast 155.000 also auf den niedrigen Artikel, ne? Okay, ist ja egal. Du hast 155.000 auf Insta und 720.000 auf TikTok. Ja. Und du kriegst 100% Provision bei dem zweiten Artikel, bei dem günstigeren Artikel. Ja. Und du kommst damit trotzdem nur auf einen 3-stelligen Betrag im Monat? Ja, weil ich nicht so viel Werbung poste auf meinem Account. Weil ich nicht jeden Tag... Couple-Content oder so Schwester-Bruder-Content. 720.000, 155 auf Insta. Bruder, er sagt, er ist auf Insta bigger als du, so. Und ja, das Ding ist, die Kaufkraft von TikTok-Followern ist sehr, sehr schwach. Also das höre ich immer... Hundertprozentig, aber 155 auf Insta, Bro. Ja, aber wenn das Leute sind, die so einmal folgen, weil er sagt, jo, in meiner Story könnt ihr den nächsten Part sehen, so, weißt du, dann sind das Leute, die halt gar keinen Bezug zu ihm haben, sondern so folgen, weil er sich vielleicht kurz auf... Bist du so einer, der sich dann privat stellt und dann so, in meiner Story gibt's Part 2? Nee, aber ich gebe zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Videos von einem Event aufnehme, dann poste ich vielleicht 2 auf TikTok
Und dann sage ich, hey, das nächste gibt's dann auf Instagram. Der ist genau so einer, Nahim, genau so einer. Du hast ihn entlarvt, Cousin. Ja, na okay, ich check schon. Bist du privat auf Insta? Wieder? Ja, klar. Guck, das habe ich gerade. Genau das habe ich gerade. Na klar, also ich habe ein Praktikum auch gemacht in einer Social Media Recruiting Agentur. Da war es auch mein Job, deswegen kann ich auch mit den ganzen Programmen und so. Aber ich habe eine Frage an euch Jungs. Würdet ihr jemals so einen Deal annehmen? So über so einen Link, wenn Leute das kaufen, ihr kriegt am ersten Artikel gar nichts und am zweiten Artikel kriegt ihr 100% Provision. Wenn es ein kleiner Artikel ist, würde es niemals annehmen. Nein, niemals. Aber ich glaube, TikTok ist nochmal eine andere Welt so ein bisschen, weißt du? Also manchmal gibt es da so diese komischen, also ich habe sowas auch noch nie gehört. Aber wenn ich im mittleren vierstelligen Bereich verdiene, dann nehme ich einen Deal. Ja, wenn die irgendwas zusichern, aber die sichern die ja nicht. Ja, deswegen sage ich ja, wenn ich im mittleren vierstelligen Bereich verdiene, nehme ich einen Deal nicht an. Nicht, wenn ich aber jetzt nur 200 Euro mit Social Media verdiene, dann nehme ich diesen Deal an, weil ich mir denke, wenn dann nur ein paar hundert da reinkommen, ist besser wie nichts. Aber trotz deiner 155.000 Follower nimmst du diesen Deal an? Du bist doch ein komplett. Warum hast du nicht so Instagram-Kooperationen und so? Da kommst du doch auf. Habe ich ja auch. Und kommst du ja auf mehr im Monat. Das ist das, was ich halt monatlich verdiene, weil ich den Code ständig habe. So eine Kooperation geht vielleicht einen Monat, ein Video, vielleicht auch zwei Monate, dann macht man zwei Reels oder sowas. Dann ist das vorbei. Aber besonders für mich ist es als Jugendlicher jetzt wichtig, dass ich planen kann und es ist cool, wenn dann. Wie viele Storyviews hast du? 30.000. 30.000, okay. Kurze Ding, wie heißt du nochmal auf Instagram und TikTok? Dennis_2out_of_6. Auf also beiden Plattformen? Nee, auf TikTok habe ich meinen Account mit meiner Schwester zusammen. Also da ist ein 2out_of_6, weil wir sind 6 Kinder und wir beide haben den Account gegründet, wollten so einen Familienaccount starten. Ja, und Instagram haben wir dann separat. Mach mal einen Insta-Story, Cousin. Ja? Bewerb mal deinen Link, wo du nichts bekommst. Er macht es. Ich glaube dir. Er macht es. Ja, ich will mal richtig sehen. Seine das ist sein Content, er macht es. Moin Freunde, hier ist Dennis aus der Jungs in Lissabon. Ich weiß, ihr habt drauf gewartet. Jetzt gibt es einen neuen Code und zwar Crazy50. Dann könnt ihr ordentlich nochmal sparen. Okay, jetzt eine traurige Story. Traurige Story? Traurig, du bist traurig. Ich habe eigentlich immer gut Vibes, ich habe nie eine Story aufgenommen. Versuch mal jetzt traurig zu machen. Kann ich machen, ja, aber normalerweise ist es nicht so auf meinem Account. Weil ich denke, wenn ich traurig bin, möchte ich es nicht auf anderen Leuten auch noch zeigen. Ne? So Freunde, heute ein bisschen ernsteres Thema. Guck mal, wie fake die Influencer sind. Oder das ja. Er lacht trotzdem. Aber das ist der. Was soll passiert sein? Soll ich was ausdenken? Ich küsse dein Herz, ich wollte nur kurz. Du machst eine traurige Story, wie du sagst. Meine Schwester und ich machen keinen Content mehr gemeinsam. Sie hat mich um mehrere Millionen betrogen. So, Freunde, heute ein bisschen ein ernsteres Thema. Ihr kennt ja alle Alicia, meine Schwester. Wir haben immer gut gearbeitet zusammen. Prototyp Influencer, Bro. Dennis! Aber, warte. Du hast es. Unterbricht mich nicht. Erstes Thema, genau. Alicia hat mich mehrere Millionen betrogen, ist einmal weggefahren, geflüchtet, finden sie nicht wieder. Deswegen wird jetzt nur noch einzelner Content von mir folgen. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr unterstützt mich trotzdem weiter. Ja, Bruder, das ist schon fake, sehr authentisch. Durch und durch, er ist es, Digga. Ja, ja. Das ist Prototyp Influencer. Ich habe fast geweint, Bro. Ja. Aber hast du auch gesehen, den Umschwung? Ja. Eine Sekunde, kauf das Hemd. Meine Schwester, er ist es. Okay, er ist es, aber die Frage ist, macht er dieses Geld? Ich glaube, die sind alle Influencer. Ich glaube, dass der da hinten TikTok-Videos macht auf der Straße. Unfassbar sympathisch, wenn wir uns sehen, fragt mich auf jeden Fall, ich mache safe mit. Ich bin mir sicher, dass er hier Stadion-Vlogs macht, dass er mit seiner Schwester dreht und hier der nette Herr zu der Linken vorne. Ich bin mir 100% sicher, dass der auf YouTube Animationsvideos durchzieht. Also dementsprechend, Bro, nur bei dem Shisha-Bruder jetzt. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ja, der ist für mich direkt raus. Ja. Aber er hat gesagt, er macht doch ASMR. Und Bro, ASMR-Schiene ist auch big inzwischen. Ja, Bruder, aber ASMR mit Shisha. Maestro, lass dir doch mal ASMR in dein Ohr geben. Bro, bitte lass mal gleich machen. Ja, er soll bei dir machen. Safe. Ja, okay, tamam. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Was geht ab? Ich bin Lazo, 20 Jahre alt und bin aktiv auf TikTok und auf Twitch. Ich kenne ihn. Kennt ihr ihn? Ja. Woher? Er subbt bei mir. Subbt bei dir? Ja, mein Bruder lächelt! Was hast du für eine Reichweite, oder wisst ihr, was du für eine Reichweite hat bei Twitch? Twitch ist ja nicht so groß, TikTok ist ja groß. Ja. Okay. Über 760.000. Also auf Twitch, ich habe 90.000 Follower, 89.000, weil ich früher, groß für Twitch, ja, ich war früher aktiv, dann war ich ein Jahr lang inaktiv wegen Abitur, ich war bei Candy G, ich bin da aber nicht mehr, ich war da früher und dann hatte ich halt keine Zeit mehr für Twitch und sowas und habe dann halt sozusagen wieder halt, die Zuschauerzahlen sind halt nur mal gesunken. Okay, und was ist jetzt so deine Haupteinnahmequelle? Also meine Haupteinnahmequelle ist TikTok. Wie gesagt, ich habe einen Account mit 760.000 und ich habe noch einen zweiten Account, den Kochkanal, da koche ich und da habe ich 1,1 Millionen. Dort. Was? Ja, Bro. Und da habe ich halt... Er hat einen großen Kanal mit dem Kochen, ja. Genau, da mache ich halt hauptsächlich Kooperationen, so
Kochen und sowas läuft meistens gut. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei ihm läuft, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich weiß, also wo wir Kontakt hatten einmal, da weiß ich auch so Referenzwerte für Korps und so, da lief auf jeden Fall schon. Okay, also würdest du sagen, er kann davon leben? Wenn du pro Kooperation 5, 6, 7k kriegst, kannst du auf jeden Fall davon leben. Ne? Okay. Wie viele Kooperationen hast du so im Monat? Wir haben ein bis zwei Kooperationen im Monat. Okay. Aber ich poste fast daily Content. Kassierst du immer noch so viel, wie du damals kassiert hast, wo wir den Kontakt hatten? Mehr. Sogar ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, du nimmst so, also fünfstellig kommst du im Monat? Anfang fünfstellig, ja. Also pro Kooperation. Nee, pro Monat meine ich. Pro Monat, ja, fünfstellig auch Anfang, so 15k ungefähr. Boah, das wirkt schon sehr authentisch, muss man sagen. Ja, Bro, ich sag dir, es ist auch... Also das letzte Video, das ich von ihm gesehen habe, die hatten so Millionen Aufrufe und so, also auf TikTok. Das ist schon groß gewesen. Das ist schon, da kann man wir haben uns sogar ein bisschen gezankt, als wir uns so damals ein bisschen kennengelernt haben. Ja, warum? Ich habe da Social Media Marketing so ein bisschen gemacht für eine Firma. Er hatte mit denen vorher wohl irgendwelche Absprachen oder so und dann hinterher, ich bin dazu gekommen, aber es gab keinen Vertrag oder sonst was. Und dann habe ich gesagt, komm, ich vergüte dich trotzdem, so sag mir, was du dir vorgestellt hast. Ich dachte so ein paar Tausend, so weißt 500.000. Ja. Er hat eine Summe aufgerufen, Bruder, die war schon sehr hoch. Und dann haben wir geschrieben, alles geklärt und so, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zu diesem Zeitpunkt... Nicht Beef, aber... Habt ihr dann TikTok-Match gemacht, oder wie? Nee, ich hab Diss-Track gemacht, er hat Diss-Track zurück, Spaß. Oh, krank, Digga, ehrlich. Aber du machst doch inzwischen eigentlich Candy Shop, oder nicht? Ich hab es gemacht. Ich hab es gemacht und dann, es hat sich nicht pleite so... Pleite gegangen. Nein, wir sind nicht pleite gegangen. Der Kollege, mit dem ich es gemacht habe, Ali, macht es immer noch weiter. Aber für mich hat sich das zeitlich und so nicht rentiert. War das nicht deine Firma? Zusammen, wir hatten eine GbR. Jetzt ein GbR, okay. Und wie viel zu, also dann 50-50, ja. Okay. Und dann bist du da ausgestiegen, ja. weil persönlich Streit oder weil es sich finanziell nicht gelohnt hat? Wir hatten unterschiedliche Ziele sozusagen mit der Firma. Dann wollten wir einen zweiten Shop aufmachen. Und dann dachte ich mir so, ja, zweiter Shop, scheiß drauf, ich mache nur Social Media, das geht doch so. Aber die Sache ist, wenn ich 15.000 Euro im Monat mit TikTok verdiene, Bro, und ich, also dir geht's richtig, richtig gut, dann setze ich mich ja nicht auf TikTok live hin und stundenlang packe da irgendwelche Kartons oder sonst was, wenn das sich nicht... Weißt du? Ja, aber dieses stundenlang live auf TikTok Pakete verpacken und so haben wir ja nicht so krass gemacht. Wir waren einmal oder so einfach so aus Spaß live. Ich hatte Zeit. Was meint ihr damit mit Live-Dings? Also ich weiß nur, was ich so gesehen habe. Ab und zu, ich habe so Ausschnitte gesehen und auch einmal live gesehen, wie er da saß. Und dann kriegen ja Bestellungen. Was weiß ich, die Süßigkeiten, dieses Getränk, das und so. Und dann hat er das immer so live zusammengepackt. Pakete, aber gelabelt. Ist ja gutes Marketing. So. Ist auf jeden Fall gutes Marketing. Aber was hat denn dein Candy Shop damals gemacht? Umsatz im Monat. Im Monat, ich war 3 Wochen lang ungefähr drin. Boah, eigentlich haben wir das beide noch nie so irgendwie öffentlich gesagt. Aber lass mich raten. Drei Wochen? Ich war 3 Wochen lang ungefähr drin und dann haben wir schon irgendwie so direkt, das war keine Ahnung warum, haben wir so, also das heißt keine Ahnung warum, wir hatten unterschiedliche Ziele, das haben wir davor nicht so hat krass. Hat er sich direkt rausgeekelt, hat 250.000 Euro Umsatz nein, im Monat gemacht? Nein, so viel leider nicht. So viel nicht. Wie viel sonst hätte ich es ja weitergemacht. Also das, was ich sagen kann, so am Tag haben wir schon so 2.000, 3.000 gemacht. Aber Umsatz natürlich. Und die Marge, also hat sich nicht gelohnt. Aber TikTok verdient er definitiv. Würde unser Team jemanden reinnehmen, wo die wissen, dass die dich kennen oder dass ihr ihn auch höchstwahrscheinlich kennt? Es gibt keine offizielle Verbindung. Kein Folgen, kein sonst was, keine Interaktion, kein Folgen, niemals. Kein gar nichts, Bruder. Ich habe ihn auch nicht als Maestro kennengelernt, sondern ich habe ihn kennengelernt als die Person, die für diese Firma solche Sachen gemacht hat. Social Media Marketing. Weil ich das ja im Hintergrund auch über die letzten Jahre so gemacht habe. Ich verstehe. Also er bei mir Zufall und bei dir, er ist bei dir Sub, wie ich verstanden habe. Genau, aber ich war sauer auf ihn. Weil er kam einmal in meinen Stream und ich habe gesagt, schick mir mal so ein Süßigkeitenpaket, er hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Dann war dieses Abend, ich geduscht, ich hasse den und so, war das so. Weißt du? Ja, aber er ist süß, ich kenne ihn von Twitch, ich kenne ihn schon vielleicht ein bisschen länger sogar. Und ich kenne auch seine TikTok-Videos, er macht immer so crazy Sachen, er probiert das aus, meinte, das schmeckt gut und so. Er macht schon coole Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er es ist, Bruder. Ist fast so unmöglich, davon nicht zu leben eigentlich. Bro, die sind alle Influencer, habe ich das Gefühl, Mann. Wohin habt ihr mich hier gerufen? Meine Frau sagt zu mir noch zu Hause so, boah, ich kenne den Influencer, das ist doch voll die einfache Dings-Folge so. Boah, ist schwer. Wen findet ihr denn von allen jetzt bis jetzt am wackeligsten so? Also Bruder, ich bin ganz rechts. Klar für unseren Shisha-Kollegen. Ja, leider, Bruder, ehrlich. Der muss safe, also... Lass uns noch mal kurz unter uns reden. Was heißt davon leben? Ich bin mir sicher, dass alle irgendwie 300, 400 Euro davon verdienen. Aber das heißt nicht davon leben. Man muss seine Miete zahlen können, Essen zahlen können. Das heißt, wir reden schon von 2.000, 3.000 Euro. Ja, das ist deren Hauptberuf. Also, Hauptberuf. Genau. Aber es gab Monate bei mir, ich sag dir Real Talk, wo YouTube so alle Videos gelb gemacht hat, es problematisch war oder sonst was, wo du als Person mit Frau und Miete und 2 Autos und alles, wo ich 1,5 verdient habe im Monat. Also Bro, die sind alle Influencer für mich. Für mich ist Shisha raus.
Können wir dem noch eine Frage stellen? Ja. Dürfen wir? Wollt ihr nicht so ASMR hören oder so? Ja, oh. Dürfen wir. Bruder, du kannst dich retten. Mach mal so ein ASMR-Solo-Album-Lied. Guck mal, ihr unterschätzt TikTok. Also es gibt ja so ein neues Programm. Es ist Creativity-Beta-Programm. Und die wollen ja, dass man so längere Videos postet. Über einer Minute. Was ist dein CPM in TikTok Creative? CPM ist nicht so hoch auf TikTok. Also auf TikTok bekommt man ca. 40 Cent ungefähr. Also du musst schon sehr viele Millionen Views haben, um da was rauszubekommen. Bei mir ist es so, ich habe ein paar Videos mit über 20 Millionen und deswegen, das rechnet sich halt schon. Also wenn du dann, keine Ahnung, 3-4 irgendwie in der Woche hast, die halt wirklich viral gehen, und das ist bei ASMR wirklich der Fall. Dann mach mal ASMR, wir wollen hören. Das ist halt so, also schaut mal, ich tue den Kopf vorbereiten, also ich nehme den Kopf, dann mache ich so die Alufolie drauf, und der beste Part ist, wenn man halt in die Alufolie sticht. Und das mache ich halt mit vielen, wie heißt es, Gegenständen. Und ich mache dann auch so eigene Formate, also ich mache, keine Ahnung, so sticht ein Deutscher, so sticht ein Italiener und so weiter. Und dann nehme ich halt das, was zum Land passt. Und es kommt dann sehr gut an. Dadurch, dass ich nicht das... Ja, ist es wirklich so. Das eine ganz kurze Frage. Ja. Wie sticht ein Italiener? Ich sag dir ehrlich, das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist ein Wartenburgrat. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es ist. Da schneidert man und sowas und ja... Sowas. Also so nehme ich was davon, das nehme ich dafür. Du machst es wirklich, diesen Content, ne? Ich mache das wirklich. Aber verdienst du wirklich auch damit Geld? Ich verdiene auch Geld damit, ja, natürlich. Welche Kooperationspartner hast du bis jetzt? Name? Kooperationspartner? Aus der Shisha-Branche. Also ja, sag mal Namen. Aeon, Wuka, Stimulation. Wuka hat mit dir eine Kooperation gemacht? Wuka. Ja. Ja. Und die sind auf dich zugekommen? Ja. Ja, natürlich. Wie lautet deine Geschäfts-E-Mail? info@shisharand.com. Shisharand ist dein Name auf TikTok, genau. Und auf Instagram? Womit hast du diese E-Mail registriert? Jonas. Okay, was zahlst du im Monat für... Für Jonas? 8 € im Monat. Für Webhosting und alles drum und dran. Okay, aber du hast shisharand.de registriert. Shisharand.de, meinst Shisharand, du? Shisharand, ja. Hast du registriert, ne? Genau. Wann hast du das registriert? Vor circa 2 Jahren. Bro, er ist auch zu authentisch. Was soll ich machen? Authentisch? Ruf mich nicht, Bro. Du musst safe raus. Ja? Auch raus, 100% Bruder. Raus. Der muss so hart raus. Das ist so hart. Darf ich den rausschicken? Mach du bitte. Sind wir uns denn einig erstmal? Sind wir uns einig? Bro, ich gehe mit euch, was ihr sagt. Seid ihr euch einig? Soll er raus? Wir sind uns einig, ja. Ja, ich denke schon, ja. Okay. Hast du ganz gut gemacht, aber du müsstest dann einmal bitte raus. Yo, das YouTube-Urgestein, oder wie? Ja, schon. Baba, okay, pass auf. 8 Jahren, Bruder. 8 Jahren ist krass. 8 Jahre YouTube. Was steht auf dem Verwendungszweck, wenn YouTube dir eine Überweisung schickt? Ach, Bro, du fragst mich die Fragen, die ich keine Ahnung habe. Weiß ich nicht mehr. 8 Jahre. Was steht denn da? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, er weiß es, Bruder. Ich weiß gerade auch nicht. Okay, aus welchem Land kommt das Geld? Finnland, nicht Irland. Okay, Irland ist gut. Mach mal dein YouTube-Intro. Ich habe keine YouTube-Intro. Also Animations-Storytimes geht so, dass alle, ich schreibe ein Skript, mache ein Drehbuch und dann nehme ich die Audio auf, dann zeichne ich dazu. Ah, okay. Und dann gibt es kein Intro, weil ich halt, keine Ahnung, ich rede, wie ich zur Gamescom gegangen bin, meine Schulzeit. Also das war das größte Ding, meine Schulzeit eigentlich immer. Und dann jetzt, heutzutage mache ich mehr in die Richtung Gaming, also rede ich über Games. Was ist der Mindestauszahlbetrag bei YouTube? Ich glaube, das war 700. Ich achte nicht drauf, weil man übersteigt einfach. 700 €? Ich glaube, 700, oder? Ja, 70 € war es eigentlich. Okay, dann war es 70. Ich glaube auch 70 €. Ich habe auch sowas im Kopf. Aber was machst du, Bro? Du machst Animation, so Hentai oder was machst du? Hentai? Oder ist das nicht Pornos? Nee, kennst du die Englischen? Odd Ones Out. Jane Animation? Nee. Ja, das hat dann seine eigene Bubble. Ich habe eine ganz kurze Frage. Was ist dein meistgeklicktes Video und wie viele Klicks hat's? Lehrer, die jeder hasst. Hat 2 Millionen? 2 Millionen irgendwas. Und was hast du mit diesem Video verdient? Oh, das ist ein Video unter 8 Minuten, früher 10. 2000, 3000, ich weiß es gerade gar nicht. Wie viele Views? 2 Millionen, aber unter 8 Minuten. Und wann war das?
2017, 18. Boah, doch, kann sein. Kommt hin, früher hat ja auch so 50 Cent CPM hatte ich früher. Ja, ja. Also ich verdiene allgemein, also mein Ads ist eh sehr low, weil die größten Teil meiner Videos sind alle unter 8 Minuten, weil ich krieg's nicht hin produziert. Bruder, der ist auch echt, Bruder. Findest du nicht? Der macht das, Bruder, ja? Der, das, diese das, Feuerwerk. Das letzte, vergiss das nicht, mit den letzten 28 Tage von Facebook. Ja, aber Feuerwerk wusste er, Nahim. Ja, okay, Feuerwerk, ja. Das Ding ist, ich gucke halt, ich bin nicht der typische Statistengucker. Ich, meine Steuern übergebe ich auch alle meine Steuerberater. Du bist Asiate, Bro. Ja, aber... Ich dachte, du bist einer, der fuchst sich da rein. Nee, mein Manager macht das alles. Manager. Sorry, Alter, ich rufe meine Mutter, ich wusste doch nicht. Ich bin beim Management. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 26. Sieht man den gar das nicht ist so an, krass gell? Bei Asiaten, ne? Ich schwöre, man sieht es ihm null an, Digga. Du hast angefangen vor 8 Jahren, ja. Wo du frisch 18 warst. Ja. Alter, okay, 26, ich muss, Bro, das ist krass, ja, ne? Das ist echt crazy. Ich muss diese Sparte jetzt auspacken, weil wir haben keinen anderen Zukunftspunkt gerade. Was war das Erste, was du gemacht hast, als du diesen YouTube-Account gegründet hast, um Geld zu verdienen? Geld zu verdienen. Was hast du gemacht, so von Verwaltung, Bürokratie? Ich habe einen Freund gehabt, der nennt die Tube Clash. Wer? Tube Clash. Kennt diese YouTuber-Show? Diese Animationsshow? Boah, ich kenn das Bro, nicht. Ich kenn alles nicht, was du erzählst, gesehen. Ja, nichts. Jedenfalls, er war halt schon Animationskünstler und dann habe ich mich als. Am Anfang dachte ich immer, ich muss mich an Gewerbe anmelden, aber ich habe mich als freischaffender Künstler angemeldet, dadurch muss ich keine Gewerbesteuern ganz anzahlen. Ganz kurze Info vorab für euch Jungs: Wir haben hier das ehemalige Finanzamt. Ja, Mann! Also, nicht pass auf, was ihr sagt. Okay, ganz kurze Frage an dich. Du hast dich als freischaffender Künstler angemeldet, genau, um keine Gewerbesteuer zu zahlen. Genau, ne? Das wurde mir so gesagt. Hast du das gemacht, um dann, also für deinen YouTube-Kanal oder hast du das für irgendwelche anderen Tätigkeiten gemacht? Ich habe mich als freischaffender Künstler angemeldet und dann einfach nur mein YouTube gemacht, ja. Nur dein YouTube gemacht? Ja. Okay, das ist aber verkehrt, weil Künstler, nur für dich, wenn du ein Künstler bist, dann darfst du Geld aus dieser künstlerischen Tätigkeit ziehen, aber du verdienst dein Geld nicht auf YouTube, weil du ein Künstler bist, sondern du verdienst dein Geld, weil du Werbung schaltest. Und zu werben ist eine Einnahmeart, die unter der Gewerbesteuer, also der Gewerbesteuer unterliegt. Das heißt, jeder YouTuber muss ein Gewerbe anmelden. Okay, Cousin, du bist 8 Jahre schon da drinne. Wie bist du versichert? Privat. Privat bist du versichert? Ja. Wie viel Geld verdienst du, Cousin? Privat ist billiger. Privat ist echt billig. Privat ist tatsächlich billiger und du musst privat. Du kannst KSK gibt's auch, ne? Genau, du kannst gesetzlich, aber dann bist du dieses, also privat. Ja, das Bruder ist teuer, sein Vater. Bruder, ich habe 1000 Euro im Monat gezahlt. Als ich bei der Techniker war, habe ich 800 im Monat gezahlt. Ja, ja. Und privat zahle ich jetzt 300. Ja, ja, es ist günstiger, wirklich günstiger. Ich zahle auch so 300. Aber das Problem ist bei privaten, nur so für euch, unter uns, wenn du je älter du wirst, desto höher wird der Beitrag und dann. Ja, kommst du auch nicht. Außer du hast diese Anwartschaft gekauft, dann kommst du zurück und sonst nicht. Bruder, ich bin jetzt auch mies am Arsch. Die machen jedes Jahr, vielleicht ist bald 33, die setzen ja schon. Ja? Ja, ja, schon heftig. Aber wenn man nicht zum Arzt geht, kriegt man ja mal so Geld zurück. Ja, aber wie viel ist das? Ich glaube, bei mir sind es 3 Monatsbeiträge, die ich zurückkriege. Ist gar nichts. Ja. Im Vergleich dazu, dass du. Und jedes Mal, ich schwöre, ich habe so Probleme mit meinem Reflux. Ne? Ich jede Nacht, ich kack ab vor Sodbrennen, ich gehe nicht zum Arzt. Weil wenn die mal bei einer Magenspiegelung machen, ja. Bro, dann kostet mich das eh mal 1000 Euro. Ja, ja. Bei mir, ich bin aber gesetzlich und ich zahle 1000 Euro im Monat. Aber für alle Leute, die privat versichert sind, geht trotzdem zum Arzt, weil genauso ist mein Opa zum Beispiel gestorben, ne? Der ist gestorben, weil er wegen diesem Privatding nicht zum Arzt gegangen wird. Weißt du, weil er dachte, er kriegt doch mal Geld zurück, so, und dann ist er ja daran gestorben, weil er sich nie kontrollieren lassen hat. Ja, das mache ich, to be honest, gerade. Also ich gehe nie zum Arzt, weil... Doch, geht hin. Eigenzahlung ist... Die paar hundert Euro, die... Eigenzahlung ist halt 1000, wo es dann... Okay, aber gut, Gesundheit ist das A und O, vertrau mir. Ich will dich ein bisschen auf Haut und Knochen testen, okay? Du machst Animationsfilme. Zeichnest du diese Animationen? Ja, ich zeichne es. Ich will was Gezeichnetes von dir sehen, Bruder. Digital ist ein bisschen anders als echt, aber also es fühlt sich anders an, weil es sich anders schwingt. Ja, aber du kannst aber ja, ich kann es machen. Ja, 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 ich kann es machen. Aber ich will nur sagen, dass es dann ein bisschen krakelig wird. Weil das ist immer ein Indiz für Lügner. Sei selbstsicher. Zeig uns deinen Job, den du seit 8 Jahren machst. Es ist komisch, abgefragt zu werden und dann die Fragen nicht zu wissen und dann, obwohl man denn echt ist. Ja. Alright, dann komm mal her. Zeichne einen Cartoon-Charakter, der als Kandidat hier heute gekommen ist als Influencer. Irgendeinen als Cartoon-Charakter. Hier den links hinten, den als Cartoon-Charakter. Ich habe links. Ist das, ja. Muss nicht 1:1 gleich sein, ein Cartoon. Also mein Animationsstil ist dann meistens so und dann ein bisschen locken. Was für süße Hände der hat, gell? Oder ich sag dir jetzt eine Sache, ne, er hat mich jetzt schon überzeugt. Egal. Ist aber jetzt. Also mit digital macht man eigentlich nur eine Linie, aber bei Dings, das ist halt. Kannst du Son Goku zeichnen?
Wenn ich jetzt eine Referenz habe, könnte ich es nachzeichnen. Meint ihr, das reicht? Nein, das reicht nicht, Bro. Das sieht echt mies aus. Das kennt jeder. Digga, das ist halt... Also, das sieht aus, als hätte ich das gezeigt. Digital ist halt anders. Also, der links macht auf jeden Fall das, was er gesagt hat. Ich glaube aber nicht, dass er die Beträge heute noch damit verdient. Ich glaube, das ist so ein Kanal, da lädt er dann einmal und zweimal im Monat was hoch. Auf Hobbybasis verdient ein bisschen was. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt tausende Euros im Monat macht und seinen Lebensunterhalt dadurch bestreitet. Was hast du letzten Monat verdient? 2000 circa. Und davon lebst du? Ja, aber es kommt mehr auf die Kooperation. Das kann nicht sein. Halbe Million Abonnenten und guten Klick, das ist unmöglich. Ich krieg halt wirklich wenig Ads. Also ich denke halt, nein, bei so einem also Ding, was mehr er macht, die Kooperation. Der macht 3 Videos höchstens im Monat, Bruder. Aber er hat ja diese Größe, das heißt, er muss ja auch schon gut Klicks haben, ja, oder stimmt, nicht? Ja, stimmt. Wie viele Klicks hast du so im Durchschnitt? Also in einem Video 100.000. Boah, das ist voll gut, Bruder. Viel, Bruder, ja. Leon macht auch so viel, der liebt sehr. Aber wie lang sind die Videos? Zurzeit sind, also die letzten, ich mache jetzt seit, also ich habe 2022 Burnout gehabt, habe ich eine Pause gemacht und 2023 habe ich dann wieder angefangen und ich habe jetzt 8 Videos hochgeladen, die sind jetzt länger, die sind aber circa 11 Minuten. 11 Minuten? 12. Okay, bei 11 Minuten, Bro, wie willst du realistisch, wie viele Ads willst du schalten? Du schaltest bei 1, 3, 7, 9, hast schon getötet. So hast du alle 3 Minuten hast du eine Werbung drin. Du hast schon getötet. Ja, ist viel, Bro. Ich weiß, du machst alle 2 Minuten. Alle 40 Sekunden. So, aber die Sache ist jetzt, wenn du das gemacht hast, okay, du hast paar 100.000 Klicks mit dieser Anzahl, dann machst du mit diesem 100.000 Klicks Video deine 500, 600 Euro. Und jetzt davon machst du dann, damit du auf dem Preis, auf diesen Betrag, du machst 4 Stück davon, also eine Woche einmal lädst du das hoch. Ja. Dann hast du deine 2.000 Euro. So, davon drückst du Steuern ab, Krankenversicherung, alles drunter ab und davon lebst du dann noch. Du musst noch in Berlin Miete zahlen, wo in Berlin unnormal teuer ist. Kooperationen sind halt das Größte. Okay, ich hab dich gefragt, was hast du letzten Monat gemacht? Letzten Monat hatte ich keine Kooperation. Die letzten 3 Monate hatte ich keine oder so. Wie lebst du dann seit 3 Monaten? Von Reserven? Von Reserve gerade noch, was ist dein Kontostand, Cousin? Darf ich das einfach sagen? Natürlich. 100.000. Okay, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass er, wenn er wirklich, wenn du ein Content Creator in dem Bereich bist, dass du diese starken Monate hamsterst. Besonders, er sieht mir aus nicht wie nach jemandem, der viel flext oder viel Geld für Sinnlosigkeiten ausgibt. Es sind halt eine Kooperation, von der ich leben kann. Nee, der ist es nicht. Das meinst du nachher? 100% nicht. Ich bin mit dir. Was? Ich bin mit dir. Ich will auch mit dir, wenn du sagst raus, dann raus. Willst du wieder sagen, Bro? Nicht mehr? Okay. Hast du ganz gut gemacht, aber du bist einfach bitte raus. Okay, also von allen jetzt am wackeligsten fand ich Mitte und rechts. Die hinten, also hier links und hinten in der gelben Jacke, fand ich einfach am authentischsten, muss ich sagen. Ich glaube auch, aber ich glaube links, ne, der wirkte sehr authentisch, hundertprozentig. Der hat es sehr gut gemacht, so aber Story. Aber pass auf, aber er wirkte nicht authentisch im Sinne von, dass er davon lebt. Dass er Influencer ist, glaube ich, im Safe. Aber wir müssen immer uns denken, der muss auch davon leben. Und irgendwie dieses Schwester-Bruder-Content-Ding und ich habe 155.000 da, 720.000 auf TikTok und er macht dann diese Deals mit erste frei und zweite Prozent, 100%, zweiter Artikel 100% Provision und macht dann damit aber immer nur dreistellig im Monat. Ich weiß nicht, das hat sehr so, es hat nicht gepasst zahlenmäßig. Ich muss sagen, Mitte war für mich noch unauthentischer. Rechts wusste, aber eine Antwort war ein bisschen sass mit diesem 21. Aber es kann auch sein, dass wenn YouTube auszahlt, meinst du, ne? Ja, ja. Was ist dein Kontostand, Bruder? Bruder, ich habe letzte Woche eine Uhr gekauft. Mein Kontostand zeigt 4 Euro jetzt. Für wie viel? 10.100. Welche? Submariner. Ich kenne mich mit Uhr nicht aus. Zeig mal. Man nennt mich auch Mark C-Bauer, Cousin. Zeig mal, Cousin. Mal? Nein, wo ich spreche, so, diese Auge reicht schon. Mhm. Okay, ja, doch, die riecht schon nach Geld, Cousin, ja? Submariner für 10.000. Das ist Listenpreis. Listenpreis? Wo hast du die bekommen? Bei Bucherer in Berlin. Okay. Hast du dich eintragen lassen oder wie? Ja, also ich habe schon öfter da was gekauft und dann haben die mich, ich habe 1,5 Jahre drauf gewartet und jetzt haben die mich schon. Das ist gut. Für eine Submariner kann man. Das ist perfekt. Ja, also Listenpreis. Also, wenn ihr noch Fragen habt. Aber das Problem ist, Bruder, er sagt, er macht so viele Klicks und so viele Dinge und so, bla bla bla. Wie hat er denn nur 10.000 Euro auf Konto? Bruder, du hast mich, erstens hast du mich gefragt, wie viel ich jetzt habe. Und ich gesagt, was hat mein Kontostand damit zu tun, wie viel Geld ich auf YouTube verdiene? Plus, ich hab ein Geschäftskonto für meine YouTube-Einnahmen. Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja mein Privatkonto. Ich kaufe meine Uhr nicht von meinem Geschäftskonto, womit ich YouTube-Geld mache. Das hat keinen Sinn. Kannst du machen? Habe ich aber nicht.
Tatsache. Was hast du auf deinem Geschäftskonto, Cousin? 4.500 ungefähr. Wie bist du gemeldet? Gewerbe oder wie? Ja, ja. Wo bist du versichert? Privat auch. Bei welcher Versicherung? Technische Krankenkasse. Wofür gibst du dein ganzes Geld so aus? Mein privates oder das YouTube-Geld? Ist ja, wenn du eine Einzelfirma hast, sehr geil. Bruder, ich bin verheiratet, ich habe Frau, also ich muss Miete zahlen, ich muss einkaufen. Welche Steuerklasse hast du? 4. Mit Faktor? Nee. Aber ich muss sagen, Bruder, ich sage euch jetzt schon, ich bin, wie gesagt, ich bin seit Anfang diesen Jahres, kann ich auch davon leben und ich habe... Aber der ist doch nicht angestellt, das ist doch keine Steuerklasse. Ja. Wieso hast du eine Steuerklasse? Als Angestellter? Ja, aber warte mal, er hat doch gerade gesagt... Als Selbstständiger? Ja, nein, als Selbstständiger hast du keine Steuerklasse, aber ich frage ihn, welche Steuerklasse er hätte quasi. Ja, 4. Wenn du, so, wenn du arbeiten dachte, würdest... Ich dachte, du hast gesagt, er hatte. Ich habe gefragt, welche Steuerklasse hast du? Also wenn du arbeiten gehen würdest, hättest du eine Steuerklasse. Aber das hast du nicht gefragt. Ja, aber ich meinte es so, er hat es verstanden. Ich hatte ja auch, wie gesagt, ich kann ja erst seit Anfang des Jahres davon leben. Das heißt, ich habe Anfang des Jahres habe ich noch eine Steuerklasse gehabt, weil ich ja noch gearbeitet habe. Und ich bin schon seit 2 Jahren verheiratet. Also ich, wenn ich arbeiten gehen würde, ich habe die Steuerklasse 4, klar. Bei mir mit Kind, ich habe einen Kinderfreibetrag, so einen halben dazu, aber kein Faktor. Die Sache ist, ich habe nicht gefragt, welche hättest du, wenn du arbeiten gehen würdest. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, welche Steuerklasse hast du? Und bei dir kam wie aus der Pistole geschossen, ja 4. Und jetzt ist die Sache... Ich bin jetzt kein Kandidat, sondern in der Jury. Ich habe den Fehler gemacht, aber ich kann mir den Fehler leisten, weil so, ich stehe nicht in der Kritik, ob ich selbstständig bin oder nicht. Aber die Sache ist, es kam so schnell, ich glaube, du arbeitest nach Steuerklasse 4. Ja, ich würde sagen, der muss raus. Komm, lass rausschicken. Sind wir uns einig? Okay, ja. Tut mir okay. Leid. Ja. Ey, ist was? Es aber, ich sag dir, du hast dir echt Mühe gegeben, aber du müsstest trotzdem bitte raus. Okay, also ich muss sagen, die beiden Außen fand ich authentischer als Mitte. Mitte kann ich mir vorstellen, dass der gerade vielleicht damit angefangen hat, das auch macht, aber nicht davon lebt, sondern hauptberuflich Lehrer ist, Erzieher, irgendwie sowas. Hey, Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Ja, ja. Polizist, finde ich, passt auch gut. Könnte sein, auf jeden Fall. Nee, zu lieb, Digga. Er hat auf jeden Fall so ein Beamtengesicht bisschen, ne? Schon ein bisschen. Nee, aber als Beamter muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen länger lernen. Also ich bin ja oder vielleicht auch hier Finanzamtkollege oder so? Nee. Bei Steuern bin ich auch heraus. Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit? Also ich habe davor eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, habe dann im Produktmanagement gearbeitet und jetzt halt Social Media. Boah, ich glaube, der macht aktuell noch Produktmanagement. Ja, ich denke auch. Also für mich nicht, ja. Der macht Produktmanagement und nebenher macht er diese Interviews so. Boah, auch. Ich habe eine gute Frage. Du hast auch Instagram-Follower, ne? Wie viele hast du nochmal auf Instagram? 30.000. 30.000. Unterhältst du dich mit Leuten auf Instagram? Boah, schwierig. Also ich mache ab und zu mal so Storys einfach so, wenn ich was witzig finde, aber ich mache jetzt nicht diese... Aber kriegst du Nachrichten? Ja, ab und zu halt, ne? Okay, es hat sich jetzt was Grundlegendes geändert auf Instagram. Oh. Was hat sich geändert, was uns alle Content-Creator betrifft und wo wir alle sagen, so zum Glück? Achso, man kann keine Nachrichten mehr zurückziehen bei Anfragen. Meinst du das? Nein. Nee, Bro. Du kannst immer noch bei Nachrichten anfangen. Also nee, wenn einer dir nicht folgt sozusagen und er dir eine DM schickt, dann kann er das nicht zurückziehen. Das stimmt, dass er die nicht zurückziehen kann, stimmt, aber nur in einem bestimmten Fall. Und zwar, was ist das? Ja, wenn er dir nicht folgt, dann geht das doch nicht. Weißt du, woher er das weiß? Weil er selber geschrieben hat und nicht zurückziehen konnte. Nein, ehrlich nicht. Aber das ist der Grund. Aber wenn du auf der anderen Seite sitzen würdest, doch, wenn ich dir gleich sage, wirst du wissen. Wenn du auf der anderen Seite sitzen würdest, wüsstest du. Weißt du es? Dass man nur eine Nachricht senden kann? Ja, du kannst Anfrage inzwischen bei Anfragen einzige Nachricht senden und die kannst du auch nicht zurückziehen und du kannst nicht voll spammen wie du vorher. Einerseits schlecht für Leute, die zum Beispiel so, wenn mir wollen Leute was zu schicken, zu irgendwelchen Themen oder sonst was, dann können sie nur eine Nachricht schicken. Aber das müsstest du eigentlich wissen als jemand, der so Content Creator ist oder so, ne? Gut, weil du es jetzt nicht wusstest, aber Bro, du bist auch schon über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus, du bist vielleicht nicht aktuell auf dem Stand, was Instagram oder so betrifft, aber als aufstrebender Artist, eigentlich der sich mit seiner Community so auseinandersetzt. Ja. Ich setze mich auch mit meiner Community auseinander. Aber du bist nicht aufstrebend, Bruder, du bist schon etabliert. Du aber immer noch aufstrebend. Ja, nach oben geht immer mehr. Also okay. Ich sag dir ehrlich, ist mir tatsächlich noch nicht so aufgefallen. Also man bekommt ab und zu eine DM zum Beispiel oft halt diese komischen Anfragen oder dass dann so ein Live-Match geteilt wird. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Schreiben dir viele Frauen? Nee, Mann. Ich hab keine weiblichen Follower, nicht viele. Schreiben dir Männer? Ja, die wollen manchmal dann in dem Video mitmachen, sagen so, ich hätte gerne mal ein Geschenk dabei oder so. Oder komm mal in meine Stadt. Das ist Hast du einen blauen Haken? Nee. Hast du schon mal was mit einem Fangirl angefangen? Nein. Wolltest du dir den blauen Haken kaufen? Nee, also ich finde, da ist kein Mehrwert so bei dem blauen Haken, weißt du? Also es ist zwar verifiziert, dass du ein Influencer bist, ein Unternehmen, aber weiß ich nicht, so für die Aufmerksamkeit, denke ich mir, brauche ich den eigentlich nicht.
Ich will eigentlich eher so meinen Content machen und dass die Leute den Content eher feiern. Digga, der ist auch voll gechillt, Digga, ehrlich. Ja, ich glaube ihm das, aber der lebt nicht davon. Sind wir uns einig? Ja. Du hast dir Mühe gegeben, aber du musst es einmal bestellen. Jetzt wird's spannend. Also natürlich tendieren wir alle, glaube ich, mehr zu rechts. Weil bei den Zahlen kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass er nicht davon lebt. Lasso, Bruder. Creative Beta Programm. Du hast gesagt, du verdienst so viel Geld. Aber die schütten doch noch gar nicht aus, ja? Eine Sache darf ich ganz kurz noch sagen, bevor er redet. Weil er es gewohnt ist, Content zu drehen, hat er sofort gesagt, also er hätte ja reden können. Aber wo ist das Mikrofon? Ja. Yeah. So, und er hat die ganze Zeit vorhin, er musste 7-mal ermahnt werden, ins Mikrofon zu sprechen. Er hat die ganze Zeit das Mikrofon runtergenommen. Das machst du normalerweise nicht, wenn du jemand bist, der selber auch schneidet und auf seinen Ton achtet, weißt du? Meinst? Aber vielleicht so TikTok-Handy und so, siehst du das? Ich bin auch schon Mike. Er hat schon geguckt. Also. Ich benutze auch selber Mikrofons, die man so ins Handy reinstecken kann. Und über Bluetooth oder so funktioniert das dann. Nur das hier ist schon ein bisschen zusammengebaut und deswegen fühle ich mich da nicht so sicher mit euch. Creative Beta Programm ist noch nicht ausgezahlt. Wie machst du 15.000 mit TikTok? Bro, bei mir sind fast so gut wie Haupteinnahmequelle, Bro, Korps. Ich habe 1-2 Korps im Monat und mit denen lebe ich dann. Diese TikTok hat ja davor schon ausgezahlt, aber es war ja Peanuts. Und hast du Live-Matches gemacht? Nein, gell? Ja, nee, nicht so richtig. Ich war mal so ab und zu so ein bisschen live auf TikTok und sowas, aber Live-Matches war tot. Aber so regelmäßig auch? Nein. Boah, das war nicht die... Meine Antwort wäre jetzt gewesen so, ja, die haben noch nicht ausgezahlt, aber ich sehe ja trotzdem meine monatlichen Einnahmen. Weißt du, was ich meine? Das hätte jetzt seine Antwort sein können, aber das hat er nicht gesagt. Okay, also ich bin auf jeden Fall für rechts. Du? Ich bin auch für rechts. Du? Ich bin auch mit meinem Brrrralle. Okay, das heißt, wir sind uns einig, oder? Ja. Okay, das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst und du lügst, dann machen wir es ja auch. Auflösung. Hä? Ach so, ist kein Prank oder so? Bruder, wenn du damit monatlich so viel Cash machst, zeig mir. Wir haben einen YouTuber nicht herausgefunden, Bruder. Wir sind YouTuber. Warte mal ganz kurz. Er macht irgendwelche Storylines, er malt irgendwas und das animiert der Bruder. Er wusste nicht mal, welche Anzahl im Dashboard drin stand. Ich glaub's dir, alles gut. Aber Bro, daneben haben wir jemanden, der hat 1,2 Millionen und der considert sich selber nicht mal als, und der sieht sich selber nicht mal als Influencer. Wollen wir die Folge überhaupt hochladen? Lösch die, oder? Lass die Folge löschen. Ja, lass löschen, Jungs. YouTube-Leidenschaft. Ich hab gesagt, lad mich nicht ein. Ich verkack alles. Ich bin so wie Pech. Bruder, ich verkack zu Hause auch immer. Und meine Frau wird jetzt, wenn ich nach Hause komme... 90% Loser-Quote, meinst du? Ja, ich verkack 90%. Und meine Frau liegt eigentlich immer richtig. Und Safety wusste, dass er das ist. Und wenn ich nach Hause komme, darf ich mir reinziehen, wie dumm bist du. Man sieht ihn das schon direkt an und so. Lasso, du hast mich zum zweiten Mal schon hops genommen, ja. Scheiße. Boah, jetzt interessiert mich, was erstmal unser Fußball-Influencer hier macht. Also bei mir stimmt eigentlich alles. Das Einzige, was nicht stimmt, ist, wie viele Follower ich habe. Und halt, dass ich noch nicht davon leben kann, liegt aber daran, weil ich nicht so oft hochlade, sondern ich lade vielleicht ein Video im Monat hoch. Boah, aber darüber haben wir, das haben wir vorher noch gesagt. Ja, ne, das Video macht aber dann 100.000 Aufrufe, wenn ich mit zum Beispiel Steffen Baumgart rede. Der hat noch nie ein Video bei einem YouTuber gemacht und jetzt hat er es bei mir gemacht. Und dann macht das Video halt 100.000, 150.000 Aufrufe.
aber ich lade halt nicht so oft hoch. Deswegen, wenn ihr Bock habt, folgt gerne rein, Kevin from the Block. Alright, und du machst wirklich TikTok, ne? Ja, ich mache wirklich TikTok. Immer Straßenumfragen, also die Zahlen stimmen auch, von daher. Aber ich mache es halt nicht hauptberuflich. Also ich arbeite noch nebenbei, Werkstudentenjob. Als Produktmanager? Ja, also im Produktmanagement. Gott. Oh nein, Bruder! Theo Shisha King. Also bei mir war wirklich fast alles die Wahrheit. Also ich mache wirklich ASMR-Shisha-Content. Das ist wirklich so. Also es ist die Wahrheit. Aber also, was heutzutage alles gibt, ne? ASMR-Shisha-Content. Ich zeig's dir später. Das ist nicht meine Haupteinnahmequelle. Meine Haupteinnahmequelle ist meine Brand, also Shisha-Rand. Und ja. Also du hast eine eigene Shisha-Brand? Eigene Brand, genau. Ja, okay, also, dann macht das auch Sinn mit dem. Shisha-Tabak und Köpfe und so weiter. Genau. Ach so, stark. Jungs, ich mein's ernst, ich bin richtig broke, Bruder. Oha, hä? Richtig, Bro, Kooperation, also wenn man keine Korps hat, habe ich ja fast nie. Aber stimmen die Zahlen? Ein paar nicht, ein paar schon. Boah, also, das war doch das, was... Warte mal, wie viel hast du auf dem Koch? 1,1 Millionen. Bruder, aber weißt du noch, was ich vorhin gesagt habe? Ich kenne YouTuber und ein bis... YouTuber, TikToker ja, mit 1,1 bis 2 Millionen. Hast du das gesagt. Und die verdienen damit kein Geld, so. Bruder, ich sag ehrlich, also man hat zwar diese Follower-Zahlen, aber wenn keine Kooperation reinkommt, vor allem dieses Beta-Programm ist ganz neu, oh, dann kann man davon nicht ja, leben, keine Chance. Aber das ist TikTok, Chance. Bruder. 70% deiner Follower sind NPCs oder kommen aus Indien, Bruder, ja? Ja, bei mir stimmt auch alles, nur Followeranzahl nicht. Mach nebenbei 4 Tage Woche in der Social Media Recruiting Agentur, arbeite da direkt nach dem Abitur und jetzt halt mit meiner Schwester den Content seit 3 Jahren. Deswegen, weißt du noch, als ich vorhin zu dir meinte, als du sagtest, den einen kennst du und Achmed hat keine Miene verzogen, also, ah, passt alles. Das wäre, er hätte schon ein bisschen so, ich hätte das an Achmed gesehen, dass er sich denkt, scheiße. Weißt du, aber weil er so tiefenentspannt war, dachte ich mir, ah, Mann, Alter, Digga. Da haben wir den Star, Digga. Alles stimmt, was soll ich sagen? Ich habe actually die Studio-Sachen nicht im Kopf, weil ich gucke da ehrlich nicht so drauf. Ich bin zwar ein Influencer, aber ich fühle mich mehr wie ein Künstler und mein Management macht einfach das Geld dabei. Also ich habe es schon schwer für euch gemacht, ehrlich. Folge wird zwar nicht hochgeladen, aber ihr könnt trotzdem was erwähnen. Nee, aber wenn ihr was erwähnen wollt, könnt ihr das jetzt machen. Ja, ihr findet mich auf YouTube mit Weilam. Genau, bei mir ist das TikTok-Kanal Two Out of Six mit mir und meiner Schwester, genau. Und auf Instagram Dennis_Two Out of Six. Und bei meiner Schwester könnt ihr auch nochmal reinschauen, Alicia_Two Out of Six. Ich heiße überall Laso19, checkt's gerne ab, mit Z geschrieben. Ich grüße zuallererst meine Familie, ich grüße meine Community, die Funnel Gang und alle aus dem Palm Angels Frankenthal. Und falls ihr mir folgen wollt, dann gerne auf Instagram Vince's Way of Life oder auf TikTok Shisharant. Shisha R-R-N-T. Shisharant. Ja, klarer Kevin auf allen sozialen Medien, also TikTok, Instagram, YouTube. Und Grüße raus an Mido, der mich überhaupt erst reingebracht hat. Ne? Dankeschön für die Einladung. Wenn ihr Bock habt auf Fußballer-Interviews oder generell einfach mein Gesicht ein bisschen zu sehen, folgt mir auf YouTube und auf Instagram Kevin from the Block. Okay, dann check die bitte unbedingt aus. Check die Jungs aus. Oder besser nicht, weil... Nicht was, doch. Nicht. Check die Jungs aus. War trotzdem eine coole Folge so. Wir lagen falsch, cool, aber ja. Es war auch echt schwer, muss man sagen, ne? Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin. Stay tuned.